Wenn du möchtest, kannst du dich schon mal nach drüben begeben, denn wir holen jetzt noch die Leute dazu, die das entsprechend kommentieren werden. Auch da haben wir uns prominente Unterstützung geholt. Schau schon ruhig mal, ob alles läuft, Herr Torell. Und wir holen uns jetzt die zwei Jungs dazu, die dafür sorgen werden, dass hier die Halle kocht. Und zwar ist die Rede von zwei professionellen Shoutcastern. Macht mal ein bisschen Krach für Bacon, Zack und Celebu! Moin, ihr beiden. Bleibt ruhig hier stehen. Okay. Ach, komm. Links, rechts, was soll's. Wir müssen ja nur gucken, dass das Match gleich läuft. Richtig? Euch geht's gut? Auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Ihr habt einen ordentlichen Applaus bekommen. Das heißt, die Leute wissen natürlich, wer ihr seid. Wir wollen gleich ein bisschen Gas geben hier. Genau. Wollen uns die Matches angucken. Den Unparteiischen, unseren hochoffiziellen Ettore, habe ich schon gefragt, dass er sich bestimmt die Matches angeguckt hat und den ein oder anderen Favoriten ausgeschaut hat. Ihr habt das bestimmt getan und könnt auch schon was dazu sagen. Ja, ganz recht. Natürlich waren in der Vorrunde sehr, sehr geile Kämpfe. Es war wirklich sehr spannend. Alle haben wirklich alles gegeben. Es war oftmals wirklich sehr knapp, aber ich persönlich möchte meinen Favoriten noch nicht verraten, denn ich habe darauf gewettet. Natürlich. Celebu, wie sieht's bei dir aus? Ich muss ja natürlich auch unparteiisch sein, aber ich sag nur eins, mein Favorit für das heutige Turnier hat sich über Smash Labs qualifiziert. Einer von den dreien. Okay. Okay. Ich finde das Viertelfinale ja schon knallhart. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das wird ein spannendes Ding. Und wir wollen gar nicht zu viel Zeit verlieren. Was sagt ihr dazu? Wir wollen ja das Match gucken und nicht uns brabbeln sehen die ganze Zeit. Natürlich. Deswegen, komm, wir gehen rüber in die Kommentatoren-Lounge. Ja. Macht's euch bequem, Jungs. Ich stoße dazu. Wir gehen hier rüber und dann geht's gleich los. Aber ihr seid natürlich Experten. Eins muss man natürlich sagen, man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch, der hier auf die Gamescom kommt oder per Twitch zugeschaltet hat, Super Smash Bros. Schon richtig gut kennt. Deswegen haben wir uns gedacht, was wäre besser, als uns mal anzuschauen, wie man sich korrekt auf die Mütze haut. Deswegen schauen wir mal kurz rein. So sieht Super Smash Bros. Aus und so funktioniert's. Und genauso sieht's aus, wenn man Super Smash Bros. Vielleicht zum ersten Mal spielt und so langsam in die Welt reinfindet. Für die zwei, die gleich auf die Bühne kommen, ist das natürlich Blasphemie, denn die sind aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht zu viel Zeit. Ettore, du bist auch bereit? Ich bin bereit. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ihr macht ein bisschen Krach für unsere beiden ersten Kandidaten. Hier kommen sie! Ladies and Gentlemen, in the red row. The warrior from Weiden in der Oberpfalz, Victor Light Strohmeier. And in the blue robe, the Stamper from Staffelbach, Ziggy Zig Muller. Ich stoß mal schnell dazu, denn eins muss gefragt werden, bevor wir gleich ins Match bzw. erstmal in die Preparation-Phase starten. Jungs, euch geht's gut? Sehr schön. Ich habe nur eine Frage an euch, denn ich weiß, ihr wollt euch natürlich konzentrieren. Light, warum gewinnst du das Super Smash Bros. Finale? Weil alles andere eine Überraschung wäre.
Sigi, gleiche Frage an dich. Warum gewinnst du heute? Na, weil ich immer für eine Überraschung gut bin. Sehr schön, hier zeichnen sich schon so Fankurven ab, so macht das Spaß. Jungs, ich will euch nicht aufhalten, wir starten in die Preparation-Phase und ihr geht auf die Couch. So, den Applaus kriegt ihr natürlich nochmal und ich gehe rüber wieder in die Kommentatoren-Lounge. Jetzt beginnt sozusagen die heiße Phase, da wisst ihr natürlich alles drüber. Für die Leute, die das nicht wissen, Preparation-Phase deswegen, weil die sich natürlich jetzt erstmal einstellen müssen da vorne. Stages werden ausgewählt bzw. ausgeknobelt. Manchmal macht man es per Münzwurf. Jetzt haben wir uns, glaube ich, dazu entschieden, das per Schnick, Schnack, Schnuck zu machen. Ganz genau. Und natürlich Controller checken. Das ist das wichtigste Werkzeug für die beiden. Die müssen gucken, dass jeder Button richtig belegt ist. Ganz genau, ja. Controller sind eine wichtige Sache. Deshalb, jeder hat auch eigentlich seinen Controller, mit dem er sehr gut eingespielt ist. Zwei Stock. Und jetzt schauen wir erstmal, die Spieler wählen jetzt die Startstage aus. Aus den drei Starter-Stages, die hier zugelassen sind. Das sind Stadt und Großstadt, das sind das Schlachtfeld und die letzte Station. Wir haben gerade schon von Ettore gehört, die Runde geht 6 Minuten. Wie wahrscheinlich ist das, dass die ausgekostet wird? Die hauen sich vorher auf die Mütze, oder? Das ist eher unwahrscheinlich. Also es kommt eigentlich immer deutlich früher zu einem Ergebnis. Bei spätestens 3 Minuten ist eigentlich immer Schicht im Schacht, weil die sich natürlich nichts schenken. Ich bin gespannt. Ihr wisst natürlich alles zu den Kandidaten. Wir werden gleich auch noch ein paar Infos dazu raushauen, seit wann die spielen. Ihr habt die verfolgt. Und das ist genau der Ton, den wir hören wollten. Die Preparation-Phase ist vorbei und damit würde ich euch ganz kurz bitten und uns natürlich hier absolute Ruhe, denn jetzt geht's los. Fighters, ready, steady, smash! Und jetzt geht's los. Die Stage lädt und die beiden Kontrahenten, Light und Sigi, schenken sich von Anfang nichts. Macht noch mal ein bisschen Krach hier! Und es geht sofort los. Sie schenken sich nichts. Beide tasten sich erstmal ein bisschen aneinander ran. Sig natürlich mit seinem Standard-Main, Wario. Und genauso natürlich Light mit Sheik, der ja schon in Brawl sehr effektiv gespielt hat. In Smash 4 noch mal ein bisschen effektiver. Jetzt sieht man auch, warum der Bouncing Fish zum Beispiel. Neuer Move aus Smash 4. Genau, Sig hat auch wieder sein Wario, dem war er auch sehr erfolgreich bei den ECS Winter Finals 2014. Da war er auch schon mitvertreten und hat ein sehr gutes Spiel mit Wario hingelegt. Jetzt hat man eben gesehen, wie Sig. Oh, jetzt kommt hier eine Up-Air-Combo. Okay, Sig ist wieder auf der Stage. Weil wir haben eben gesehen, Sig hat die Teile von seinem Bike aufgefressen. Da lädt er nämlich seinen Furz mit auf. Ja, das ist natürlich bei Wario eine ganz gute Geheimwaffe, sein Furz. Das jetzt kann einem in der Abi. Aber es kommt kein Panik hier von Leid. Sig versucht immer wieder mit Upsmashes Sheik runterzuhauen, aber er heißt es schon bei 88%. Er muss aufpassen. Doch rettet er sich mal wieder sehr gut auf die Stage mit seinem Motorrad. Ja, hier ein bisschen die Nadel von Sheik, auch eine sehr gute Option. Da kommt er mit dem Neutral V hoch, sehr gut gemacht. Erwischt ihn gleich nochmal. Der Mann steht zu Tode. Jetzt versucht er vielleicht, die Dash-Attacke ging daneben. Sehr schön, mit dem Motorrad Upsmash. Er hat natürlich eine gute Möglichkeit, mit der Up-Air von Wario einen Kill zu landen. Ja. Wenn, sobald, da war der Furz. Da war der Furz zur Rettung. Das war sehr schön. Das hätte ich nicht gedacht. Da zeigt sich natürlich, dass hier absolute Profis am Werk sind. Also das kriegt so schnell sonst keiner hin. Herrlich. Wirklich sehr schön. Er frisst das Bike. Genau, und er frisst sein Motorrad, um ein bisschen Prozente wieder runterzukommen. Jetzt hat er die Abwehr gelandet, aber es reicht nicht. Er holt sich davon nochmal. Wenn er jetzt nachhaut, dann war es das, glaube ich. Oh nein, er ist... Ja, den Get Up. Das geht natürlich für beide sehr kritisch, weil schon beide im über 100% Bereich sind. Mit der Abwehr, aber da fällt Sig natürlich nicht drauf rein. Kommt immer sehr gut auf die Stage zurück. Aber da hat er den Davon kann er sich nicht erholen. Da ist der erste Stock verlos. Ja, und er hat schon wieder nicht getaggt. Sig hat jetzt schon zum zweiten Mal den Stage Spike nicht getaggt. Beim ersten Mal konnte er sich mit dem Furz noch retten. Diesmal hat es nicht geklappt. Da muss er ein bisschen besser aufpassen, dass er das taggt. Ja, auf jeden Fall. Das war gerade sein Fehler. Er hätte ihn heute noch mehr bearbeiten können. Aber aus der Position aus dem Winkel heraus war es auch schwierig, muss man sagen. Ja, man sieht hier sehr viel mit dem Motorrad arbeitet Sig. Oh, da hat er die Abi getroffen. Sehr schön. Abi. Man hat bisher noch nicht so die... Da war's. Das war jetzt verdammt knapp. Er kann sich aber natürlich noch retten.
wäre jetzt bei 49% schon rausgeflogen, wäre das echt bitter gewesen. Das wäre sehr bitter, vor allem mit nur zwei Stocks ist ja jeder Stock noch mehr wert. Ja, jetzt bleibt wieder zurück. Wir brauchen den Fisch. Ja, natürlich bleiben wir jetzt noch so ein bisschen an der Karte. Ah, da wieder der Vorzelt. Und jetzt die Möglichkeit. Die Backer trifft nicht. Nein. Aber. Oh! Da hat Light keinen Sprung mehr gehabt. Und ist einfach zu tief gefallen. Wollte da, er hat gedacht, er hat den Sprung noch. 1:0 für Sick. 1:0 für Sick. Ich glaube, er hat sich gerade einfach ein bisschen verschätzt, Light. Ja, genau. Also, sonst wäre er locker noch hochgekommen. Aber er hat zu lange gewartet. Ja. So, jetzt geht's in den Prozess für die zweite Runde. Und da wird jetzt von den ganzen Stages, die alle erlaubt sind, 8 Stück in der Zahl, wird jetzt erstmal von dem Gewinner, also von Sick, werden 2 Stages gebannt, die nicht von Light ausgewählt werden dürfen. Ihr sagt wieder, und Light entscheidet sich für die Omega-Form von Dschungelfieber. Bei den Profis allgemein, wie ist das so? Haben die meistens ähnliche favorisierte Stages oder ist das doch sehr unterschiedlich? Ja, doch schon. Also wir haben es ja auch gerade so in dem Regelwerk, dass wir nur bestimmte Stages auswählen. Gerade dafür, wo halt nicht die ganze Zeit im Hintergrund was explodiert und so weiter. Damit, das könnte halt das Spiel sonst zu sehr beeinflussen. Genau. Die Stages sind auch immer ein bisschen abhängig von seinem Charakter und von der persönlichen Präferenz natürlich. Ich meine, die beiden spielen seit knapp 10 Jahren, also von daher kann man davon ausgehen, dass sie hier alle Stages natürlich in Perfektion können, aber trotzdem zeichnen sich da Favoriten ab und ich lasse euch natürlich jetzt wieder einsteigen. Die Stärken von Sheik aus einem Forward Throw hat sie jetzt über 40% rausgeholt. Ja, das war ganz schön viel. Was ist da eigentlich los? Also Sheik ist noch bei 0% jetzt und Sick ist schon bei 56. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie schnell das gerade ging. Wir sehen halt hier, Sick hat jetzt keine Plattform, mit denen er arbeiten kann, um an Sheik ranzukommen. Und das hat Light jetzt erstmal gut ausgenutzt bisher. Ich glaube auch, er möchte jetzt nach der Niederlage gerade sich nichts mehr von ihm schenken lassen. Auf jeden Fall. Da geht Light jetzt. Aber hier sieht man das Motorrad erstmal mit einigen Hits. Ja, mit dem Motorrad kann er natürlich sehr schnell sehr viel Ground covern. Das ist natürlich Vorteil von Wario. Jetzt der letzte Hit nicht getroffen, aber 76% war auch nicht so gefährlich. Oh, jetzt will er es aber wissen. Jetzt will das aber wissen. Light immer noch nur bei 18% und Sick gleich schon an der 100er-Marke. Ja, für Sick. Oh, der Bouncing-Fisch wurde nochmal gut abgefangen. Für Sick wird jetzt gefährlich, vor allem in der Situation. Wieder nicht getaggt, aber er hat das Motorrad natürlich. Mit dem Motorrad kam er nochmal zurück. Wieder von Sick, aber der hat den Stage-Spike abbekommen. Ja. Du kannst ja, wenn du gegen die Kante fliegst, mit dem Schildknopf einen Tag machen. Ja. Jetzt mit dem Bouncing-Fisch 150%. Also da muss Sick jetzt natürlich mal wieder ein bisschen aus sich rauskommen, sonst wird das nichts mit der Runde. Oh! Schön vom Motorrad runtergeholt. Hier später ein bisschen und er direkt nachgesetzt, schön von Ski gerade. Ja. Da hat er Glück gehabt, dass der Bouncing Fisch zu tief war. Jetzt wieder die Möglichkeit. Oh, sehr schön abgewartet. Sehr geil. Einfach mal lange gewartet und dann den Neutral und wieder. Ja! Wieder. Nicht getaggt. Das war jetzt gegen die Stage und runter. Das war jetzt natürlich extrem schwierig in der Situation. So, Light jetzt mit einem guten Vorsprung im Moment. Hier aus dem Publikum haben wir gerade schon Freudenschrei für Sheik. Aber da muss Sick jetzt wirklich nachlegen, weil, ganz ehrlich, er ist jetzt schon wieder bei einer höheren Prozentanzahl als Light und Light hat immer noch beide Stocks. Light geht jetzt auch sehr aggressiv in den Edge Guard, geht weit runter, schön aufgeladen. Sehr schöner Upsmash. Ja, also der Vorteil ist gerade extrem. Ja, das. Sehr geil, nochmal nachgetreten. Schön erwischt, aber nicht gereicht. So, Sick hat es nochmal auf die Stage geschafft, aber schon wieder offstage auf der anderen Seite. Ich glaube, Sick war sich einfach zu siegessicher oder Light hat vorher durch ihn gespielt. Denn das zeichnet jetzt ein ganz anderes Bild als von eben in der ersten Runde. Da sehen wir auch nochmal ein bisschen Stage-Einfluss. Ja, da der Ab. Ja, das war's. Das war's. Ganz klar. Two Stock. Zwei Stocks. Sehr solide zurückgekämpft. Ja. Jetzt steht 1-1. Jetzt genau andersrum. Light band zwei Stages und Sick darf sich dann die Stage fürs letzte Match aussuchen. Aber. Ich habe gerade eben fälschlicherweise behauptet, die spielen das erst seit 10 Jahren. Die spielen das im Grunde seit Kindheitstagen. Irgendwie mit 7, 8 Jahren haben die angefangen. Das heißt, richtig lange schon Erfahrung auf dem Buckel. Sind bei bis zu 10 Turnieren im Jahr mit dabei und da natürlich erfolgreich. Wie oft kommt es genau zu dem Matchup, was wir gerade sehen? Ja, schon. Das kommt schon öfters vor. Man muss dazu sagen, Light schon
tendenziell ein bisschen bessere Spieler, oft in den Finals mit dabei. Zack ist auch ein sehr guter Spieler. Ich weiß jetzt nicht, wie oft genau das Match im Turnier vorkommt, aber sie spielen auch direkt abseits los der Turniere miteinander. Also. Aber im späteren Turnierverlauf ist es doch häufiger mal, dass die beiden sich auch begegnen, ja, wie wir es jetzt hier haben. Fall, ja. Von daher wissen die natürlich genau, wer jetzt gerade baitet und so weiter. Also genau. Ja. Auch beide, los geht's. Beide schon seit Brawl-Zeiten dabei und kennen sich schon damals. Es wird interessant zu sehen, ob Sick jetzt gleich seine Spielweise etwas verändern wird, in der Runde zu beheben im Vergleich. Man hat auf jeden Fall den Counterpick jetzt gesehen, Stadt und Großstadt. Wieder eine Stage mit Plattformen. Hatten wir keine spielende Plattform, kann man auch sehr gut seinen Vorteil nutzen. Eigentlich eine schöne Kombo gerade von Wario, aber Schick kommt da einfach raus. Zu schnell. Sick spielt jetzt, glaube ich, ein ganz kleines bisschen vorsichtiger als eben. Ja, jetzt ist ja die Offstage-Situation gekommen. Schön recovered gerade wieder mit dem Motorrad. Und jetzt ist wieder im über 100er Bereich. Das wird wieder sehr gefährlich für Sick. Offstage muss er halt immer aufpassen. Schick hat viele Optionen. Kann man da Forward Air, da Up Air oder mit dem Bounce in die Richtung ankommen. Und Light ist auch wirklich, er macht die Kanten zu. Er kommt Sick und einfach nicht wieder in die Mitte der Stage, weil Light ihn nicht lässt. Ganz genau. Ja, jetzt hat er ihn. Oh, 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 oh. Also Sick muss es auf jeden Fall bei Light sehr viel mehr Prozente aufbauen. Ansonsten endet das genauso wie vorne eben. Er hat natürlich seinen Furz. Okay, jetzt nicht mehr. Das war er gerade. Genau, damit hätte er einen Kill holen können. Jetzt ist natürlich auch eine Edgeguard-Situation. Das, oh, sehr schön recovered. Ah, er hat den Furz. Ja. Oh! Das war nur eine Frage der Zeit gerade. Okay. Den hat er da war er doch. Oh, auf der Plattform. Pass auf von der Plattform rauskommen. Wir haben das beim Amiibo-Turnier oft gesehen, dass die Amiibos von den Plattformen hier auf der Stage auch genau weggetragen wurden. Das war bei dem Amiibo-Turnier sehr oft möglich, dass die Amiibos einfach auf der Plattform gechillt haben und dann einfach nach außen getragen wurden. Sick konnte sich das natürlich jetzt nochmal retten. So, jetzt die Möglichkeit. Sehr schön. Sick kommt jetzt wieder zurück ein bisschen. Auf einen Seiten oder Upsmash müsste genügen, damit Sheik draußen ist. Ja, da ist er. Ja, da war er. Upsmash, genau wie du es gesagt hast. Und jetzt ist es auf jeden Fall nochmal spannend. Das ist ja der letzte Stop vielleicht für einen von den beiden Spielern, wenn es jetzt endet. Also extrem spannend. Und die Prozente nehmen sie kaum. Jetzt hat Sheik den Vorsprung. Jetzt ist es wieder sehr ausgeglichen auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt kommt nochmal bei den Jungs richtig Dampf. Auf jeden Fall, aber man hat hier gesehen, Sick hat seine Ruhe wieder gefunden und kommt hier zurück. Jetzt Light wieder mit seinen Chic Forward Airs. Ja, da wieder auch. Ist wirklich sehr ausgeglichen. Ja. Die schenken sich nichts. Man denkt immer, einer würde in Führung gehen, aber dann setzt der andere sofort nach. Ja, auch wieder schön mit dem Bike nach oben den Wheelie gemacht. Jetzt, der Jab viel zu schnell. Sick hätte vielleicht greifen können. Da ist er schon. Sick gewinnt. Sick gewinnt die erste Runde. Sehr schön. Wir haben es am Anfang gesagt, der Furz kann ja den Arsch retten. Und er hat es gerissen. Jungs, sehr geil. Kommt bitte beide nach vorne. Sehr geil. Sick hat noch gesagt, er ist für eine Überraschung immer gut. Und das war die Überraschung. Das war eine Überraschungspunkt. Unglaublich. Kommt nach vorne. Light, bleib hier. Light, komm. Mensch, wir wollen uns doch noch von dir verabschieden, mein Lieber. Single Elimination ist natürlich knallhart, Mann. Für den Moment müssen wir uns verabschieden. Großer Applaus bitte trotzdem für Light! Und dementsprechend, mein Lieber Sig, knallhartes Ding. Du bist wahrscheinlich heilfroh durchgekommen zu sein. Du bist im Halbfinale! Sehr schön. Und noch ganz kurz, woran hat es am Ende gelegen? Ganz schnell. An meinen Blähungen. Sehr schön.
So halten wir das fest. Du bist im Halbfinale, darfst dich hinten Backstage noch mal schnell eine Runde massieren lassen. Mein Lieber, großen Applaus für Sig! Ich hab's gerade gesagt, Jungs. Single Elimination ist natürlich knallhart. Gerade eben kam von euch noch der Kommentar, Light ist eigentlich der bessere Spieler. Genau. So kann's gehen. Haben sich nichts geschenkt und gerade in der letzten Runde, die eigentlich noch mit am längsten war, hat man gemerkt, dass das Adrenalin einfach riesig hoch ist. Die beiden haben natürlich nochmal alles gegeben und am Ende ein Turnaround, mit dem ihr wahrscheinlich auch nicht so ganz gerechnet habt. Naja, wir hatten sogar noch am Anfang gesagt, dass gerade wenn er den Furz auflädt, der Spieler zu einer Geheimwaffe wird. Natürlich sehr geil, dass es dann genau das Match entscheidend ist. Genau das hat er gesagt. Die Blähungen waren's und dementsprechend springen wir direkt in das nächste Match und gucken, ob es auch da wieder zum entscheidenden Furz kommt. Auch hier sind unsere zwei Kontrahenten! Ladies and Gentlemen, in the red robe, the Dragon from Düsseldorf, Christian Swishomaru Eschenor! And in the blue robe, the Beast from Berlin, Marcel looks like Link Schumacher! Jetzt unser YouTube-Star-Battle. Per Wildcard reingekommen, die beiden, aber natürlich auch keine Unbekannten in der Welt von Super Smash Bros. Und wir sind sehr gespannt, wie das Ganze gleich laufen wird. Ich will auch euch nicht zu lange zutexten, aber Sui, einmal die Frage an dich. Warum gewinnst du Super Smash Bros. Heute? Ich sag mal so. Bowser Jr. hat ein paar Niederlagen seines Vaters wettzumachen. Dann wollen wir sehen, wie das läuft. Und bei dir, gleiche Frage, warum denkst du, dass du heute gewinnst? Weil ich ganz genau weiß, dass meine Fans an mich glauben. Und deswegen schaffe ich das. Oh, der Fansupport ist groß. Dann bitte ich euch auch beide in die Preparation-Phase. Nehmt Platz, Jungs. Das YouTuber-Match. Wir sind natürlich sehr gespannt. Auch die beiden brauchen natürlich jetzt wieder ein bisschen Zeit, sich einzufinden. Zum einen bei uns auf der Couch, aber natürlich auch mit den Controllern, man sieht das schon, die Jungs haben teilweise ihre eigenen Controller mitgebracht an das, was sie gewohnt sind. Wenn man auf professionellen Level spielt, muss man natürlich schauen, dass das den Begebenheiten entspricht, die man von zu Hause so kennt. Bei den beiden wird das wahrscheinlich äußerst interessant sein, weil man die wahrscheinlich noch nicht häufig in irgendwelchen Turnieren in dem Matchup gesehen hat, oder? Ja, doch, ehrlich gesagt schon. Genau die beiden? Ach, also die beiden haben, ich glaube, zu den beiden muss man nicht viel sagen, es sind zwei sehr bekannte YouTuber. Das definitiv, klar. Und bei den ganzen letzten Amiibo-Turnieren zum Beispiel und bei den EPS Winterfinals waren die beide vertreten und haben immer gegeneinander gekämpft. Genau. Und es ist jetzt wirklich spannend zu sehen, wer heute den Titel mit nach Hause nimmt. Also in den Nintendo-Turnieren, sag ich mal, haben sie oft gegeneinander spielen müssen. Jetzt im Vorfeld, als die Paarungen bekannt waren, waren auch ein bisschen die Freude groß, will ich mal sagen, dass es wieder so kommt. Aber ansonsten, Sushimaru etwas mehr in der Turnierszene aktiv als Looks Like Link, eher online, Sushimaru auch auf Offline-Events. Also ich bin sehr gespannt, ob ihm das heute helfen wird. Wir haben gerade gesehen, dass sie natürlich schon mal reingesprungen sind ins Spiel, um zu checken, ob die Controller soweit funktionieren, wie sie sich das vorstellen. Die beiden geben sich Shake Hands bzw. ganz Fair Play, umarmen sich hier und jeden Moment kann es losgehen, wir werden es hören. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Bock auf genau das Matchup? Looks Like Link gegen Sui! Und da ist der Sound, auf den wir gewartet haben. Dementsprechend, los geht's! Fighters, ready, steady, smash! Okay, wir starten jetzt auf einer Omega-Stage. Also gleichbedeutend mit Final Destination, die letzte Station. Und das bekannte Matchup, Sushimaru mit Bowser Jr. und Looks Like Link mit Rob. Ja, ist auch wirklich sehr schön, dass Looks Like Link immer bei seinem Main Rob bleibt. Denn ich finde, Rob ist ein Charakter, den man wirklich sehr selten eigentlich sieht in der Szene. Man sieht hier Sushimaru schon mit der Edgeguard-Situation. Hier die Abwehr zum Hammer direkt. Das geht verdammt fix. Schau dir mal die Prozente an, es geht hier Schlag auf Schlag. Also Sushimaru mit einem großen Lead im Moment. Ich glaube, bei dem Matchup sind hier mit der Zeit hier einfach. Oh. Und er hat's gesagt, Bowser Jr. hat einiges gut zu machen. Für den Anfang sieht das schon gut aus. Also das ist ein sehr früher Kill, wenn man auch auf die Uhr schaut, sehr früh. Ja. Also Sui geht ganz schön ran auf jeden Fall. Ich glaube auch, gerade bei diesem Matchup sind ein bisschen Emotionen drin zwischen den beiden, ja? Auf jeden Fall. Dass man da auf jeden Fall definitiv gewinnen möchte. Hey, Luxler Kling ist, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger als eben noch.
Ja, er muss aber natürlich ein bisschen aufpassen jetzt. Er hat schon einen Stock verloren. Genau, aber er kann natürlich auch nicht die ganze Zeit warten, weil er liegt halt hinten. Er muss auch was tun im Endeffekt. Auf jeden Fall. Jetzt die Möglichkeit, aber... Er muss danach setzen, weil ansonsten sieht das schlecht aus für ihn. Auf jeden Fall muss man sagen, gegen Bowser Jr. gibt es die Möglichkeit. Bowser Jr. lässt sich sehr leicht aus der Abi, also wenn er seine Rettung gemacht hat, wieder rausholen. Man kann ihn sehr gut gimpen und das ist eigentlich so die Möglichkeit jetzt für Looks Like Link, dass er das versucht ein bisschen zu nutzen. Wir uns beide spammen auch eigentlich so ein bisschen ihre Projektile. Ah, die hat er nicht getroffen. Schön den Mecha-Cooper aufgehoben. Also Looks Like Link hat jetzt... Ist der Downer. Der Downer-Meteor. Damn! Ich wollte gerade noch sagen, dass er jetzt sehr gute Prozente bei Sui hochbekommen hat. Und dann hat er ihn direkt rausgenommen. Jetzt halt Sui auch auf dem letzten Stock. Jetzt könnte halt so ein Gimp entscheidend sein. Wenn halt Sui seine Abi macht, muss man ihn eigentlich nur mal mit einer Forward Air treffen. Und er fällt einfach. Ja, aber ist natürlich schon, auf jeden Fall, Füchsen, der Klink ist schon bei 120%. Da ist der Forward Smash. Er reicht aus. Ja, da ist er raus. Ich habe gerade eben gefragt, ob die beiden sich häufig begegnen. Und ihr habt gesagt, doch, ehrlich gesagt, relativ oft. Mich hat es gewundert, weil wir die Jungs im Vorfeld gefragt haben, seit wann spielt ihr, wie oft, ne? Seid ihr bei Turnieren mit dabei? Und Marcel, also Looks Like Link, hat dann einfach uns mal so gesagt, naja, also ich habe nicht sonderlich viel Turniererfahrung, hat hier mal sehr tief gestapelt. Er stellt sein Licht sehr tief unter den Scheffel, das muss man sagen. Das ist aber schon der Punkt, also Rishimaru hat auf jeden Fall mehr Turniererfahrung. Das hat man jetzt auch ein bisschen gesehen. Oh! Looks Like Link wechselt den Char! Okay. Mewtwo. Das ist spannend jetzt. Sehr interessant. Ich meine, mittlerweile seit April im Game, aber nicht so ausgereift wie die anderen Charaktere, die natürlich von Anfang an dabei sind. Jetzt bin ich extrem gespannt, Mewtwo zu sehen. Also, da hätte ich jetzt eher Link noch erwartet. Also ich hab Mewtwo überhaupt noch nicht in dem Turnier gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne einen, der ihn spielt, aber hier geht's schon gut los. Ich glaube, Sui ist jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil er nicht ganz genau weiß, was Looks Like Link jetzt mit Mewtwo reißen kann. Ja, wahrscheinlich weiß keiner so genau, was Mewtwo alles kann. Eins kann ich auf jeden Fall sagen, Mewtwo ist leicht. Das heißt, Mewtwo fliegt schnell raus. Darauf muss Marcel jetzt aufpassen. Ja, er kann aber auch mit seinen Attacken sehr gute Gegner stören, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und er kann auch selbst früh raushauen. Hier sehr schön von Sui gemacht. Er lässt den Mecha-Cooper laufen. Läuft so ein bisschen hinterher, um dadurch ein bisschen Schutz zu haben. Ja. Oh, direkt in die Bombe reingerannt. Er geht sehr in die Defense gerade. Das muss er auch, denn er ist schon bei 97%. Auf jeden Fall. Jetzt so ein Upsmash zum Beispiel killt es relativ früh. Natürlich nicht bei 50, aber es ist immer gefährlich. Ja, jetzt die Recovery unten. Unten an der Stage ist er weggeflogen. Der ist gegen die kleine Kante unten geflogen und dann nach rechts weg. Da ist er abgeprallt und dann... Sehr schade. Das war, einfach schade. Was anderes kann man jetzt nicht sagen. Aber jetzt der gebuffte Forward. Aufgeladen ist in der Upsmash, aber noch nicht genug. Ja, ein Ticken zu früh. Aber auch im Vergleich dieses Match jetzt ein bisschen langsamer als das eben gerade, finde ich. Sie sind beide ein bisschen mehr in der Defensive, sind beide ein bisschen vorsichtiger. Man sieht die ganze Zeit, wie die Schilde aufblitzen. Genau, man sieht vor allem von Looks Like Link viel Schilden rollen und Spotdodgen. Da hat er jetzt wieder mit einer Upsmash versucht. Ja, das war zu früh. Da hat er besser sein müssen. Man muss den Smash auch immer mal abwarten einfach. Natürlich, den Gegner unter Druck setzen, aber manchmal muss man einfach abwarten. Ja. Damit verwirrt man den Gegner meistens auch so sehr, dass er sich irgendeine Blöße gibt. Genau. Aber jetzt die Sui ist schon bei 116%. Er könnte jetzt eigentlich mit einem Smash, könnte er ihn eigentlich runterhauen. Definitiv. Wenn Looks Like Link sich auch traut, offstage zu gehen, also hinterher zu springen, mit einer Forward Air, auf jeden Fall auch die Möglichkeit zu killen. Die Neutral Air nicht. Ja. Oh. Ja. Ja. Also, letzter Stock für beide Spieler. Allerdings natürlich, die Prozente sprechen hier Wände. Da ist es! Was? So oh schnell. Mein Gott!
die Sushumaru-Kombo einfach. Oh Mann! Sehr schön gemacht. 2-0. Sehr schön. Und dementsprechend bitte ich euch beide natürlich auch nach vorne. Sui und Looks Like Link. Christian Marcel kommt nochmal einmal nach vorne, Mensch. Puh, schnelles Match. Unglaublich. Einer rechts, einer links. Ja, Marcel, die besten Fans kannst du ja trotzdem haben, aber für den Moment müssen wir uns leider von dir verabschieden. Großen Applaus bitte trotzdem für Looks Like Link! Oder nach hinten, wie du möchtest. Nur für den Moment, mach's dir bequem, wo du möchtest. Wir sehen dich gleich aber natürlich noch wieder. Sui, du bist weiter, mein Lieber. Woran hat's gelegen? Ganz schnell. Naja, ich hab gewonnen. Gut, das kann man auch einfach mal so stehen lassen. Mein Lieber, du bist im Halbfinale! Sui! Sui, dementsprechend darfst auch du es dir natürlich Backstage bequem machen. Hol dir nochmal ein Getränk oder was Leckeres zu essen. Den sehen wir natürlich gleich wieder. Und dann geht's direkt weiter ins nächste Match. Ich gehe wieder hier zu Ettore, unserem Hochoffiziellen, der zufrieden nickt. Richtig? Absolut. Alles im Rahmen. Perfekt. Alles im Rahmen, sehr schön. Und die beiden, Selebu, Baconzack, ihr beiden seid auch zufrieden mit den Matches bislang? Auf jeden Fall. Das heißt, wir springen direkt ins nächste rein. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir verlieren nicht zu viel Zeit. Ihr macht ordentlich Krach für die nächsten Kontrahenten! Ladies and Gentlemen, in the red robe, the Lancelot from Leverkusen, David Yo Prost! And in the blue robe, the Werger from Wurzelen, Mikael Eddie Hasselt! Unser nächstes Matchup, Jo gegen Eddie. Und ich komme natürlich auch bei euch kurz in die Mitte, um zu fragen, ob alles klar ist. Ihr habt euch hinten noch gut vorbereitet. Seid beide siegessicher. Dann auch an euch die alles entscheidende Frage. Jo, warum gewinnst du heute dieses Super Smash Bros. Finale? Ja, ich will mit Ike mal ein Turnier gewinnen. We like Ike! Ich wollte gerade sagen, da kommt gar nichts. Aber jetzt sind die Fans doch dabei. Wie sieht's bei dir aus, Eddie? Warum gewinnst du heute das Finale? Weil ich ihn nass machen werde mit der Hydro-Pumpe von Greninja. Wir dürfen gespannt sein. Sehr schön. Denn ihr beiden natürlich nochmal einen großen Applaus und ab geht's in die Preparation-Phase. Nehmt Platz. So, wir haben es gerade schon gehört. Die beiden sind sehr, sehr zuversichtlich. Was könnt ihr uns zu dem Matchup erzählen? Also ich persönlich kenne die beiden noch gar nicht aus irgendwelchen vorigen Turnieren. Ich habe sie in den Foren zwar gesehen, aber wirklich jetzt in mehreren Turnieren oder so habe ich sie noch nicht gesehen. Deswegen kann ich sie selber noch gar nicht richtig einschätzen. Das heißt, das wird für euch jetzt auch super spannend zu sehen, wie es abläuft. Ja, also schon bekannte Spieler auf jeden Fall. Eddie war eigentlich zu Brawl-Zeiten auf jeden Fall der bessere Spieler von den beiden. Wie es jetzt aussieht, mag ich gar nicht sagen. Jo spielt Ike auch schon seit Brawl und Ike ist in Smash 4 einfach um einiges stärker geworden. Und mit jedem Patch wird Ike eigentlich nochmal ein bisschen besser. Und das werden wir auch sehen. Jo, ein hervorragender Spieler. Eddie genauso mit Greninja, auch selten gespielt. Also ein interessantes Matchup einfach. Dann einfach mal im Stage-Auswahl-Bildschirm warten. Wir dürfen also beide gespannt sein. Die beiden testen natürlich jetzt auch nochmal, ob soweit alles klar ist. Oh, übrigens interessant zu sehen, dass sich hier auf unterschiedliche Controller geeinigt wird. Eddie also jetzt hier mit der Wii-Fernbedienung. Interessant. Genau. Auch eine Besonderheit, wir haben, glaube ich. Und da ist schon der Ton, deswegen würde ich sagen, wir verlieren wieder nicht zu viel Zeit. Los geht's in die nächste Runde. Fighters, ready, steady, smash! Was ich eben noch ganz kurz sagen wollte, Eddie mit Remote und Nunchuck, eine Seltenheit eigentlich. Wir haben zwei Spieler ungefähr in unserer Szene, die das benutzen, beide extrem erfolgreich. Das ist sehr interessant eigentlich. So, zum Match. Eddie mit Greninja, covert gerade schon sehr viel Ground auf jeden Fall. Er hat ihn gerade versucht, an der Kante so ein bisschen zu fangen. Aber Jo lässt sich das nicht lang gefallen. Er hat natürlich den Vorteil, dass Ike ein sehr starker Charakter ist, der sehr hart austeilen kann. Aber da dafür natürlich nicht so schnell ist. Da hat natürlich Greninja jetzt sehr große Vorteile, weil er zu einem der schnellsten Charaktere gehört. Man sieht hier Greninja, also Eddie benutzt seine Abwehr, die Hydro-Pumpe, nicht nur zum Recovern, sondern auch offensiv. Der Wasserstrahl drückt nämlich den Gegner weg von der Stage. Das benutzt er, um den Gegner halt offstage zu gimpen.
oder auch irgendwie hier auf der Stage einfach mal von sich wegzudrücken. Gimp, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, erklär mal kurz. Ein was? Gimpen. Meinte Telebu gerade, auf Stage zu gimpen. Ja, das bedeutet einfach, normalerweise ist es bei Smash so, man soll den Gegner raushauen, dass er in der äußeren Zone stirbt einfach. Gimpen bedeutet einfach, dass man den Gegner nach unten weghaut oder dass er einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, mit seinem Sprung, mit seiner Oben-B-Attacke wieder auf die Stage zu kommen. Den also sozusagen abfängt in der Luft. Ist auch schon wieder sehr gefährlich für Jo eigentlich, jetzt schon wieder bei über 130% jetzt. Er wird jetzt ein bisschen vorsichtiger. Er packt den Schild die ganze Zeit aus. Ja, auf jeden Fall. Er versucht jetzt ein bisschen die Lücke zu finden natürlich. Das ist mit Ike dann noch ein bisschen schwierig. Da also, sieht man, hat er versucht, den Grab den zu greifen. Ja, sehr gut recovered. Er hat nämlich abgewartet, bis der Shuriken von Greninja weggeflogen ist. Jetzt der Up-Air. Ah, da war der Grab früher raus. Jetzt, das ist so eine, das ist jetzt, okay. Das kann man vielleicht nicht mehr ganz als Gimp bezeichnen bei den Prozenten, weil die waren schon extrem hoch, aber so in etwa sieht das aus. Gerade sehr schön auf jeden Fall nochmal nachgesetzt. Jo versucht jetzt mit Smashes Greninja rauszuhauen, denn ein einziger Smash würde jetzt reichen. Ja, mit Ikes Schlagpower auf jeden Fall. Hier muss Eddie ein bisschen aufpassen, aber jede Prozent, die Eddie natürlich Jo jetzt zufügt, ist einfach Vorteil für ihn. Hier sieht man sehr schön die Upsmash. Oh! Oh, das hat gereicht. Ich glaube, Ike hat, beziehungsweise Eddie hat so ein bisschen Probleme mit, dass Jo zwar so stark ist, aber doch so langsam. Er hat zwar eine sehr große Reichweite zum Teil auch, aber er braucht halt Zeit, um die Attacken auszuführen. Hier eine schöne Kombo. Da die Abwehr hat er nicht mehr getroffen. Jetzt die Kombo von Jo. Aber sehr schön, wie fleißig er sein Schild benutzt. Auf jeden Fall. Man muss halt sagen, beide Charaktere wurden gebracht. Ich habe eben von Ike gesprochen, aber auch Greninja hat ein paar Verbesserungen bekommen. Darunter zum Beispiel der Shuriken, der Wasser-Shuriken, der jetzt um einiges schneller geworden ist. Ja, und man sieht immer wieder, Eddie macht einen Up-Throw oder Down-Throw und versucht dann mit der Up-Air hinterher zu kommen. Ja. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Jo relativ wenig den Konter von Ike benutzt. Ich würde eigentlich erwarten, dass da mehr kommt. Man sieht ja, das ist ein bisschen rantasten. Jo versucht halt hier seine Option zu bringen. Das hat nicht gereicht. Jetzt wird es langsam wieder spannend. Ike wieder schon im über 100er Bereich. Oh. Das war gefährlich. Da ist er aber auch schon letzten Hit rausgekommen. Das ist echt sehr ausheblich. Sie sind jetzt auch beide sehr vorsichtig. Genau. Sie rushen, sie dashen immer nur von einer Seite zur anderen, gehen direkt wieder in Verteidigungsposition. Oh, die Dash-Attacke. Oh, oh, oh. Jetzt eine Möglichkeit zu einem Edgeguard. Wenn er jetzt nochmal nachschlägt. Ja, da hat er gewusst, dass er hochkommt. Einfach nur hochkommt, aber Eddie war schneller und hat noch den Schild rausgepackt. Komm, ja, wir sind doch gleich wir haben gleich fast nur noch eine Minute. Ja. Also das Match gibt es schon wirklich sehr lang. Man merkt einfach, dass sie sich. Ja, da ist der Abzug. Wow! Da haben wir es gesehen. Jo hat einfach unglaublich gewartet. Du hast es gesagt. Sie sind nicht wirklich offensiv aufeinander losgegangen. Jo hat genau diesen Moment einfach abgewartet. Ja. Weil er hat halt diese Power mit Ike. Genau. Und dann hat er sich da nochmal gut zurückgekämpft, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also ich hätte zuerst, hatte ich jetzt Eddie als den Stärkeren eher gesehen, aber Jo hat ein großes Comeback gemacht gerade. Auf jeden Fall. Jetzt wieder gespannt. Die Stage, der Counterpick. Jetzt eigentlich erstmal für Jo der Vorteil, weil er sich die Stage aussuchen darf. Loslegen. Dann legt ruhig los. Geht. Scheint noch unentschlossen zu sein im Moment. Er geht okay, sie nehmen Omega. Es wird wohl Gawa-Ebene. Ja. Alles klar, jetzt also. So, wir sind gespannt, ob jetzt Jo und Eddie ihre Schlüsse aus dem vorigen Kampf gezogen haben und ob sich ihr Kampf vielleicht etwas verändern wird.
Für mich als nicht so versierten Spieler bzw. Betrachter sieht das dann oft so aus, sobald einer von beiden Kontrahenten im 100er Bereich ist, dass das Ding gegessen ist. Aber ich glaube, auf dem Level, auf dem die hier spielen, ist trotzdem noch alles drin, oder? Ja, also es kommt natürlich wirklich drauf an. Wenn ein Charakter in dem über 100er Bereich ist, dann wird es natürlich umso einfacher, ihn dann mit einem Seitensmash direkt auszulocken. Aber das beeinflusst natürlich auch die Spielweise der Spieler. Der eine wird dann direkt banal und sagt, ich möchte jetzt unbedingt rausbekommen. Und der andere geht dann vielleicht in der Defensivpose und so weiter. Das ist manchmal ganz unerwartet. Die meisten Optionen, diese Smash-Attacken, sind ja auch nicht unbedingt die schnellsten Angriffe. Und deshalb ist es einfach schwierig, auch bei hohen Prozenten diesen Angriff zu landen. Ja. Wenn man zu sehr darauf aus ist, die ganze Zeit das versucht, dann geht es meistens nach hinten los. Dann schießt man sich irgendwann selbst ins Bein. Oh. Er hatte den Upsmash aufgeladen, hat das ein bisschen erwartet. Na, ob er sich davon nochmal recovert? Jetzt mit der Neutral B. Eddie jetzt ein bisschen vorsichtiger auf jeden Fall. Ja, man sieht auch von Eddie jetzt einige Empty Hops, also er springt einfach nur, ohne wirklich eine Attacke rauszuhauen. Ja. Um mal zu sehen, wie Jo reagiert. Einfach zu gucken, was macht er darauf. Wer der Smash gerade in eine andere Richtung. Sehr schön. Oder so. Oder so. Ich wollte gerade sagen, wer der Smash in eine andere Richtung gegangen wäre, ist das gewesen. Das hier ist aber auch sehr gefährlich. Oh, schön recovered. Gibt's Side B. Genau, Side B auch natürlich. Gefährlich, der Gegner sieht ja ungefähr, der weiß ja ungefähr, wo man langkommt. Aber hier sehr schön gemacht. Oh, hat ihn gegrabt. Gut recovered. Ja, jetzt man packt ein bisschen Kombo, ein bisschen Damage aufbauen. Also Jo hat hier echt gute Karten im Moment. Der macht Schaden ohne Ende. Ja. Er ist jetzt schon bei 140%. Der muss natürlich sehr aufpassen. Ja, jetzt wieder mit dem Up-Pro. Oh, oh. Er prügelt die Prozente von Eddie aber ganz schön nach oben. Auf jeden Fall. Und der muss sich jetzt echt, der muss jetzt echt ein bisschen Angst haben. Beziehungsweise... Oh, ho, ho, ho. Der muss jetzt hier irgendwie den Weg finden, also 140%, der muss den Stock jetzt von Jo auf jeden Fall nehmen. Auf jeden Fall. Und dann wieder, was ich eben schon gesagt habe, dann geht es ein bisschen ums Gimpen. Also egal, welcher Charakter jetzt zur Seite gesmashed wird, das war's für den. Dann ist der Stock weg, bei dieser Prozentanzeige eigentlich. Jetzt der Up-Throw killt. Jetzt hat er ihn auf jeden Fall. Jetzt hat er ihn über 150% gehabt. Einfach nur den Up-Throw hat gereicht. Das aber Eddie schon bei 99%, das wird nicht einfach für ihn. Auf keinen Fall. Er muss halt jetzt wieder... Oh, da war der Tech. Hast du diesen Tech gesehen? Oh yeah, das er wurde genau an der Kante getroffen, aber er hat geschildert. Er hat das getaggt einfach nur. Ist nicht weggeflogen. Sehr gute Reaktion. Das war sehr geil. Sehr krasse Reaktion einfach. Jetzt, dadurch hält er sich gerade jetzt im Turnier. Eddie jetzt auf jeden Fall aggressiver. Ihm bleibt doch eigentlich nichts anderes übrig bei der Prozentanzeige. Ja, da ist der Becker. Und der reicht aus. Schade. 2-0 für Jo. Jungs, kommt mit nach vorne. Eddie, du natürlich auch. Einmal nochmal links und rechts hier hinstellen. Und da sehe ich natürlich ein enttäuschtes Gesicht. Man kann es durchaus verstehen. Aber Spaß machen tut es natürlich trotzdem. Und wir sehen dich gleich auch nochmal. Großen Applaus bitte für Eddie. Machst du im Publikum bequem so lange oder geh Backstage, wir sehen dich ja gleich auf jeden Fall noch. Richtig? Bitte? Doch, du darfst jetzt Backstage gehen. Alles gut. Super. So, und Jo, für dich bedeutet das natürlich was? Den Einzug ins... Halbfinale. Vollkommen richtig. Großen Applaus bitte für Jo. Und noch die obligatorische Frage. Woran hat es gelegen? Ganz schnell. Was hat den Sieg entschieden für dich? Ja, mein Charakter. Warst vielleicht auch nicht ganz so aufgeregt? Man weiß es nicht genau. Doch schon, sagt er. Okay, sehr schön. Dann darfst du dir noch hinten eine Massage abholen, mein Lieber. Großen Applaus bitte nochmal für Jo! Oh.
für mein Empfinden relativ schnelle Matches. Das hier war jetzt ein bisschen gediegener, sehr auf Augenhöhe. Bis zum Ende noch ein spannendes Ding. Und zu meiner Frage, die ich eben gestellt hatte, dann eben auch, kann man aus dem 100er-Bereich trotzdem das Ding noch rumreißen? Das war eine knappe Sache. Ja, also sehr, sehr spannend. Und spannend geht's wahrscheinlich jetzt auch weiter. Wir schauen, wie das folgende Matchup aussieht. Und hier sind unsere zwei Profis! Ladies and Gentlemen, in the red robe, the killer from Koblenz, Long, Longo Wong! And in the blue robe, the hammer from Hagen, Carlos Chikarua Leone! So sehen sie aus, unsere beiden Kontrahenten für die nächste Runde. Long gegen Chikarua. Und ich komme natürlich auch zu euch nach vorne. Bei euch ist alles klar, ihr seht sehr angespannt aus. Es geht schließlich um einiges, den Einzug ins Halbfinale. So. Die obligatorische Frage, Long, ich fange mit dir an. Warum glaubst du, dass du heute das Super Smash Bros. Finale gewinnst? Weil ich Asiate bin, Junge. Junge. Die Asia Skills, die werden es richten, meinst du? Sehr gut, Chikarua. Vom Namen her könnte das auch hinhauen, aber ganz so siehst du nicht aus. Warum glaubst du, dass du gewinnst? Weil niemand seinen Charakter so sehr liebt wie ich. Oh, wir werden sehen, ob das reicht. Das heißt, wir gehen in die Preparation Phase. Ihr geht auf die Couch zu Ettoril und macht euch bereit. Wir merken es an der Lichtstimmung und natürlich auch an der Musik. Die Preparation läuft und dann kann es gleich losgehen mit dem nächsten Match. So, Jungs, ganz klar, ich muss euch natürlich wieder fragen, was gibt es zu den beiden Besonderes zu sagen? Ihr kennt sie natürlich. Ja, also Chikarua ist auf jeden Fall auch kein unbeschriebenes Blatt. Meiner Meinung nach einer der besten Spieler, die ich kenne, der aber zumindest bei den großen Nintendo-Turnieren in der letzten Zeit leider nicht so weit gekommen ist. Warum auch immer. Ja, er strauchelt manchmal ein bisschen, aber was er gerade gesagt hat, keiner liebt seinen Charakter so wie er. Das sieht man auch, sein Yoshi sitzt da über ihm auf dem Regal. Ja. Er hat ihn mitgebracht. Long hat jetzt im Brawl nicht so viel gespielt. Einfach allein aus dem Grund, er ist auch der jüngste Kandidat hier im Teilnehmerfeld, 17 Jahre. War also damals noch mal ein paar Jährchen jünger, hatte nicht so die Chance. Genau, hatte nicht so die Chance, auf Turniere zu gehen. Jetzt mit Smash 4 macht er das allerdings und das auch sehr erfolgreich. Wir haben das Matchup auf Turnieren auch schon gesehen und da gab es eine Tendenz auf jeden Fall. Und meinst du, die Asiaten-Skills werden es richten? Oh, auf jeden Fall, ich denke schon. Sehr schön, man darf also gespannt sein. Die beiden sind gerade schon am Testen, ob soweit alles läuft. Tauschen sich natürlich nochmal auf. Da kommt der Daumen hoch vom Hochoffiziellen. Wir warten nur noch auf das entsprechende Geräusch und dann kann es gleich auch schon losgehen. Ich bin sehr gespannt, wer jetzt gleich ins Halbfinale einziehen wird. Und genau das werden wir jetzt entscheiden. Los geht's! Okay, kleinen Moment brauchen wir noch. Jetzt kommt doch nochmal der Daumen nach oben und dementsprechend jetzt der Start, auf den wir gewartet haben. Long gegen Chikarua. Fighters! Ready! Steady! Smash! Eins, los! So, also, Yoshi gegen Rob. Rob haben wir eben schon mal gesehen von Looks Like Blink. Longo allerdings spielt auf jeden Fall was aggressiver. Man wird halt sehen, ob er das auch hier zeigt oder ob er hier gegen Yoshi vielleicht in die Defensive gehen wird. Bisher beschmeißen sie sich eigentlich nur gegenseitig mit dem Projektilen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Er hat ja gerade sein Kreisel geklaut. Ja, auch eine gute Sache gegen Rob, weil der verliert dann einfach eine Option, weil er seinen Kreisel selbst nicht hat. Genau. Damit kann man Rob schon sehr gut lahmlegen, wenn man ihn einfach seinen Kreisel wegnimmt und ihm in der Hand behält. Damit kann ich schon mal sehr behindert. Ganz genau. Und gerade so Yoshi hat halt seine, man kann ja, wenn man ein Item in der Hand hat, auch noch seine Specials benutzen. Und Yoshi mit seinen Eiern auf jeden Fall, da alle Optionen noch offen eigentlich. Man sieht das auch hier. Chikarua wirft wirklich sehr viele Eier, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ist ein bisschen der defensivere Spieler. Aber er macht es anscheinend richtig, denn er ist gerade nur bei knapp 30 und Longo ist dafür. Oh, da ist der Vorwart erstmal! Longo ist da draußen! Da ist Longo von der Edge weggegangen, von der Kante losgelassen und wollte wieder an die Kante ran. Dann kriegt er keine Unverwundbarkeit mehr und das hat die Chikarua genutzt.
Das kam gerade echt überraschend, aber sehr schön gemacht von Hikaru. Ja, jetzt die Up-Airs von Rob. Seht ihr, jetzt hat er den Kreisel losgelassen. Die ganze Zeit den Kreisel in der Hand gehalten. Ja. Aber ich glaube, jetzt will Longo es auch wissen. Er macht jetzt mehr Druck. Ja, Longo hatte auf jeden Fall die Möglichkeit. Yoshi ist erstaunlicherweise einer der eher schweren Charaktere, was man vielleicht nicht so vermuten würde. Ja. Trotzdem, Longo jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit mit einem Up-Smash zum Beispiel. Ja, den er auch versucht. Jetzt der Up-Air. Trifft nicht. Oh, oh, oh. Guter Air-Dodge. Sehr schön gemacht. Auch da der Down-Air von Yoshi macht sehr viel Schaden. Und genau das will er jetzt im Moment. Der hat einen Stock Führung, er muss Schaden mehr aufbauen. Er muss es eigentlich schaffen. Aber es ist natürlich sehr gefeierlich für den K.O., aber er geht ihm sehr auf Defensive natürlich. Ein Up-Smash würde, glaube ich, reichen und Yoshi wäre draußen. Ja, also bei den Prozenten jetzt definitiv. Longo hat zwar nicht mehr so viel Rage auf jeden Fall, aber trotzdem sollte das klappen. Und er setzt nochmal. Ah, greift schon los. Jetzt der Bäcker. Ja, das war's. Ja, ja. So, 50% sind auf jeden Fall aufholbar. Wenn er jetzt nicht wieder an die Kante geht, wie eben. Ja, da hat Hikaru den Abschmech versucht, wurde hart dafür bestraft. 35%, 45%. Also Longo jetzt bei 69, 82, okay. Ist zwar schon eine Menge, aber ja, ich denke, das ist nichts, was man nicht aufholen kann. Jetzt darf halt nicht wieder so ein Forward-Air-Spike passieren, wie im ersten Stock von Yoshi. Ja, ja. Das kam aber auch wirklich überraschend. Ja. Damit hat er, glaube ich, selber nicht gerechnet. Ja, da war wieder der Versuch. Ja. Hikaru macht jetzt aber auch ein bisschen mehr Druck einfach. Ich bin nicht mehr ganz so defensiv. Er geht rein. Oh, die Down-B. Haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Bis eben gerade. Ist auch gut, wenn man sich den für so Überraschungsmomente aufhebt. Genau. Den Gegner bestimmte Attacken einfach für später aufheben, wo der Gegner dann nicht mehr mitrechnet. Genau, wo der Gegner dann denkt, okay, der benutzt die gar nicht. Und der hat den Kreisel wieder abgenommen. Ah, der ist der Down-Throw to Up-Air. Trifft nicht. Da hat Rob auch schon zu viel Prozente, zu viel Rage. Wir sind beide jetzt auch wieder sehr vorsichtig. Wir sind jetzt er muss jetzt sehr aufpassen bei der Recovery, aber hat es geschafft. Ja. Oh, oh. Auch hier wieder die Situation. Wir haben noch 2 Minuten zu spielen. Kämpfe gehen relativ lang, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, also jetzt wird es auch wieder langsam gefährlich. Es ist halt so, ein Charakter, der selbst viel Prozent hat, schlägt den Gegner auch weiter weg. Das, oh, da sehen wir es, da sehen wir es. Da sehen wir genau das. Rob hat 156%. Das heißt, er hat ein höheres Rage-Level. Oh, und durch ja. mehr Rage haut er den Gegner schneller raus, beziehungsweise weiter weg. Ja. Und das hat er hier ausgenutzt. Da sieht man mal wieder, dass auch mit den hohen Prozenten noch alles drin ist. Auf jeden Fall. Also, ganz am Anfang ist ja Hikaru super schnell in Führung gegangen. Weil selbst unter 50%. Und dann hat Longo das einfach gut rausgespielt. Aber gerade für mich unglaublich interessant, denn Jungs, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten und ich habe gesagt, sag mal, wie schätzt ihr es ein bei den Spielern, die wir im Teilnehmerfeld haben, dass wir die 6 Minuten ungefähr auskosten werden? Und ihr so, ah nee, eigentlich keine Chance. Und jetzt gerade echt ein sehr, sehr langes Match. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das noch rumreißt, aber für die erste Runde mega spannend. Ja, da muss man dazu sagen, das ist so ein bisschen der Spielstil von Hikaru, dass er doch ein bisschen defensiver am Anfang gerade ist, okay. Mit der Up-B, mit den Eiern. Und dann zieht sich das vielleicht ein bisschen länger, aber Longo hat das in dem Fall nicht geschadet, einfach. Okay. So. Während die beiden jetzt gerade die Stage auswählen, mal schnell die Frage an euch. Ja, was macht für euch die Faszination an Super Smash Bros. Aus? Ich glaube, die Faszination ist einfach, dass wirklich so ein unfassbar großer Cast an Charakteren da ist, die auch alle individuell sind in der Regel. Und das ist einfach kein Spiel, kein Match ist wie das vorige eigentlich. Ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber so wie aus verschiedenen Spielen die Charaktere hier im Cast zusammenkommen, kommen auch die ganzen Spieler zusammen. Also man sieht Spieler aus allen Altersklassen, aus jeden Regionen, Nationalität. Wir haben Jungs und Mädchen dabei. Das ist einfach geil. Ja. Ich glaube, es gibt wenig Kampfspiele wie Smash Brothers, die die Spielerschaft wirklich so zusammenbringt.
weil nämlich auch alleine schon, selbst wenn man nicht vielleicht die Affinität zu einem bestimmten Kampfspiel hat, sagt man vielleicht, hey, total geil, da ist der und der Nintendo-Charakter im Spiel, den mag ich total, also gucke ich mir das Spiel mal an. Genau. So, wir spielen jetzt auf der Omega-Stage von Lilith Fruits. Lilith Fruits ist eigentlich auch erlaubt, aber sie haben sich jetzt halt für die Omega-Stage entschieden. Die hat natürlich auch ein bisschen andere Kanten, man sieht das, die sind natürlich sehr ja, flach, sag ich mal. Da kann man auch mal drunter hängen bleiben. Die Stage ist auch relativ schmal, muss man sagen. Ja, jetzt gehen sie wieder ein bisschen, über in das Projektil gespamme, sag ich mal. Aber sehr ausgeglichen auf jeden Fall gerade. Genau. Noch. Am Anfang ein bisschen weiter, ein bisschen aggressiver jetzt. Ja, da trifft er noch mit der Side B. Ah, da hat er ihn erwischt! Oh, das war klar! Diesmal hat er abgewartet. Eben ja, ist er zu früh mit der Abwehr gekommen. Hikaru hat den Airdodge gemacht. Jetzt hat er einfach abgewartet. Ja, das war sehr schön gemacht. Da sieht man, man lernt eigentlich auch in dem Kampf wirklich seinen Gegner kennen. Auf jeden Fall. Das ist auch einer der wichtigen Aspekte. Wenn man seinen Charakter beherrscht, geht es dann darum, seinen Gegner zu verstehen. Ja. Oh, sehr schön. Hat er noch die Abwehr versucht? Ja. Ganz Ping bekommen, aber es war ein sehr schöner Versuch. Longo jetzt auch sehr lang schon nah an der Kante. Longo macht es auch einfach immer gut mit dem Kreisel. Er hat immer irgendwie den Kreisel in der Hand, hat man das Gefühl. Er ist auch schon bei 120. Da er ist hält er sich noch wacker, er hat ja noch beide Stocks. Alle hat er mit der Abi die Kante genau angezielt. Mit dem Versuch, Longo da nochmal eine mitzugeben. Ja, jetzt. Oh. Da kam nur der Jab aus dem Shield. Und hier. Oh, 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 da kann er sich leider nicht mehr recovern. Da hat er schade. Gut, da hat er ihn gut noch durch die Stage getroffen, ja? Aber nicht mehr recovered. Das hätte nicht sein müssen, schade, aber okay. Gut, so hat er ihm immerhin noch ein bisschen Schaden. Der hat da eine Rolle erwartet, die aber nicht kam. Hikaru jetzt aber auch schon wieder bei 94%. Ja, er holt wieder gut auf, wie man sieht. Ja, die er gut aufholt auf jeden Fall. Vielleicht ist jetzt die andere Situation vom Match eben, dass Hikaru halt einfach dieses Comeback schafft. Jetzt wieder die Frage. Okay, der direkt geairdodged. Longo hat nicht abgewartet. Ah. Sehr, sehr knapp. Der Laser hätte da auch gekillt an der Stelle. Ja. Wäre kein Airdodge gewesen. Also sehr gefährlich jetzt. Noch ein paar mehr Prozent, dann wird auch Rob's Down Up-Throw killen. Ich weiß nicht genau bei Yoshi mit den Prozenten und der Rage, aber der Up-Throw wird auf jeden Fall gefährlich langsam. Wir sind jetzt auch schon wieder bei nur noch 2 Minuten. Also auch dieses Match zieht sich sehr in die Länge. Sie sind halt beide sehr defensiv und versuchen immer nur den Gegner mit dem Projektil. Oh, der Downsmash. Oh, 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 und der reicht. Oh. Sehr schön gemacht. Sieht man nicht so oft, dass der Downsmash am Ende entscheidet. Wirklich nicht. Von Rob, aber sehr gut. Aber absolutes Fairplay. Die beiden fallen sich erstmal in die Arme danach. Man akzeptiert den Skill des anderen und in dem Fall hat der Asiaten dann dem auch abliefern können, oder? Letztlich, leider Gottes, für dich für den Moment das Ende. Aber du nimmst das Ganze ja nicht so übel, denke ich mal. Du hast dich wahrscheinlich trotzdem gefreut, dabei zu sein. Einen großen Applaus kriegst du natürlich trotzdem! Hikaru! Ihn sehen wir natürlich gleich nochmal am Ende und dich sehen wir gleich dementsprechend dann im Halbfinale. Großen Applaus bitte für Longo! Muss ich nochmal fragen, woran es gelegen hat oder bleibt die Antwort gleich? Bleib gleich. Sehr schön. Prima, deinen Applaus hast du bekommen. Wir sehen dich gleich wieder und freuen uns natürlich dann dementsprechend auf dein Match im Halbfinale. Und wir sehen es im Turnierbaum, wie der sich entwickelt hat. Könnt ihr gerade schön erkennen. Und dementsprechend gehen wir gleich ins nächste Match rein. Und im nächsten Match dann dementsprechend ein hoffentlich unglaublich interessantes.
Also ich denke, zwischen Sick und Sugishimaru wird es wirklich ein sehr, sehr geiles Match. Super, dann würde ich sagen, wir holen genau die beiden auf die Bühne. Für euch sind hier Sick und Sugishimaru! Jungs, macht euch bereit. Schön, dass ihr da seid. Spaß. Und Glückwunsch natürlich euch beide jetzt im Halbfinale. Gute Laune haben sie mitgebracht. Die Controller sitzen auch schon. Ettore überwacht das Ganze, ist hier sehr zufrieden mit dem bisherigen Turnierablauf. Sehr schön. Lässt sich aber sonst nichts anmerken, der Schweizer. Der muss natürlich da unparteiisch bleiben. Wie sieht es bislang aus? Ich habe euch vorhin gefragt, habt ihr Favoriten? Und auch ihr habt ein bisschen rumgedruckst und gesagt, na, wollen wir natürlich auch nicht sagen. Aber bislang Turnierverlauf so, wie ihr es gedacht habt? Also bisher ja, bisher auf jeden Fall. Also es gab bisher noch keine großen Überraschungen. Gut, ich hatte gerade gesagt, beim vorletzten Kampf kann ich die Kontrahenten nicht ganz genau kennen, aber... Das ging super schnell. Ich guck noch mal rüber. Es klingt so, als ob die beiden bereit sind. Wir verlieren nicht zu viel Zeit. Rein geht's ins erste Halbfinalspiel! Fighters! Ready! Steady! Smash! So, Sugishimaru gegen Sick. Das Interessante an den beiden ist, die haben sich durch Smash mehr oder weniger kennengelernt, sind richtig gute Freunde geworden mittlerweile, sind ja auch zusammen hergekommen und die spielen auch ziemlich oft gegeneinander, kennen sich in- und auswendig. Ja. Gerade deswegen ist es ein interessantes Matchup, weil die sich, glaube ich, von den Spielern her am besten kennen. Auch ganz nett, dass wir jetzt Baby Bowser und Mario haben, weil beide halt ihr Vehikel zur Seite haben, ja. Was sie auch zu einem relativ ähnlichen Spielgefühl macht. Genau, sie können auch Mario Kart spielen eigentlich. So. Ja, man sieht jetzt einen klaren Favoriten im Moment, beziehungsweise einen Vorsprung, sag ich mal, besser. Ja, Sicky sehr schön mit dem Motorrad. Sugishimaru muss auf jeden Fall jetzt schon mächtig aufpassen. Also Sui muss jetzt echt hart einstecken, kann man nicht anders sagen. Ja, und wir sehen jetzt hier ein bisschen Unterschied zu den Matches vorher von Sui. Vorher ist er mit seiner Abwehr immer direkt an die Kante gegangen. Jetzt versucht er lieber auf die Stage zu gehen. Weil er wahrscheinlich erwartet, jetzt, okay, mal was anderes, aber weil er wahrscheinlich erwartet, dass Sigi versucht, ihn zu, aus der Luft zu holen, zu giften, wie ich gesagt hatte. Wie schön, dass er ihm immer seine Projektile wegnimmt. Auf jeden Fall. Damit kennt er sich halt jetzt auch aus. Jetzt Sugishimaru macht aber auch jetzt bisher guten Schaden durch seine Forward-Air die ganze Zeit. Diesen Fruchtlader mit der Kugel. Ah, da war der Da war der Spot-Dodge von Sugishimaru und Sigi hat das abgewartet und hat ihn gegriffen. Also Sigi mit der Power of 69. Okay, nicht mehr. sehr viel Druck aufs Schild aufgebaut. Und hat dann auch die Upsmash daraus. Falsche Richtung. Wäre der nach rechts geflogen. Wäre das nach rechts geflogen, wäre das gewesen. Also sehr viel Druck gerade bei Sugishimaru. Jetzt hat der. Da kann er sich noch recovern. Ich wollte gerade sagen, jetzt hätte er sich wieder ein bisschen Last abgenommen, aber... Aber ich glaube, Sui lässt ihn jetzt nicht mehr unbedingt. Ah, da hat er es mit der Dash-Attacke versucht. Die trifft den Gegner nämlich auch unterhalb der Kante. Ja, das ist das Gefährliche daran. Das ist hier schon fast beim Tennis, sie schlagen sich noch von einer Seite der Stage zur anderen. Ah, das reicht. Das ist ein Two-Stop hier. Das war eindeutig. Das war eindeutig. Mal sehen, wie Sugishimaru jetzt zurückkommt mit seiner Stage-Counter-Kick. Ja, also ich bin jetzt gespannt, ob Sugishimaru daraus jetzt irgendwas lernt. Ich meine, wie gesagt, die kennen sich ja eigentlich. Sie wissen ganz genau, wie der andere spielt. Also Sugishimaru kann ich mir vorstellen, dass er jetzt auf Delfino Plaza spielen könnte.
Ist zumindest. Nee, macht er nicht. Alles klar. Ist eine Stage, die er gerne spielt. In dem Fall nicht. Ist auch interessant zu sehen bei den beiden. Da gibt's immer noch das Shake Hand, beziehungsweise nochmal kurz die Gangsterfaust, bevor es losgeht. Siggi geht da in sich, macht nochmal die Augen zu, überlegt sich seine Taktik. Und ich hab's auch gerade eben gesehen. Sui hat oftmals gelacht und dabei den Kopf geschüttelt, so nach dem Motto: Verdammt, ich weiß doch, was der macht. Ja, genau. Also das Mentale ist halt echt ein extrem wichtiger Aspekt. Gerade auch, was du gesagt hast. Sig, schließ nochmal die Augen, kommt ein bisschen zur Ruhe. Ja, schön mit dem Neutral, der kann er, mit der Neutral B, mit dem Special, kann er halt die Schilder auch greifen. Ja. Und kommt da aus der Luft, mit der auf solche Maro zu, der im Schild steht. Das ist ein ganz großer Vorteil auf jeden Fall. Und er wirft das Motorrad hinterher, aber. Ja, auch hier wieder. Schon wieder, dass sie ihn erwischt immer. Jetzt macht Söder das ganz gut. Ja, ich glaube, Rui macht jetzt wieder ein bisschen mehr Druck. Reingekommen. Schön, wie er die ganze Zeit grabbt. Gut reagiert gerade mit dem Schild. Ja, jetzt. Ja, da hat er. Au! Das war zu früh gerade für den Seitensmash bei Siggi. Und Siggi wieder mit dem Grab. Oh. Wieder mit dem Forward Throw. Also bisher läuft das Match ziemlich ähnlich ab wie eben gerade, muss ich sagen. Er ist jetzt wieder im roten Bereich, hat aber noch zwei Stocks. Also Sig jetzt. Ja, er weiß einfach, was er tut. Ich meine, beide Spieler kennen das Matchup, wie ich schon sagte, aber Siggi. Ja, aber gerade zu Anfang war Sui ein bisschen aggressiver. Ja. Und hat damit auch ein bisschen was gerissen, aber jetzt lässt er wieder nach. Siggi macht einfach hier vieles richtig. Er sieht immer seine Lücke. Jetzt der Riss war in die falsche Richtung, sonst hätte er da auch wieder Sushimaru aus dem Schild geholt. Also er weiß auch. Oh, da ist er noch reingesprungen, das war nicht gerade so schlau. Da war er eigentlich in Sicherheit, springt aber noch in den allerletzten Treffer rein. Und jetzt sieht das schon ganz anders aus. Ja, Sui holt auch die Prozente bei Sig ganz schnell wieder nach oben. Gerade wird die noch relativ ausgeglichen. Und jetzt schenken sie sich, glaube ich, auch nichts. Beide machen Siggi Tempo. Sehr schön noch das Rad eingefressen. Und dann. Aber beide machen Tempo-Clash immer wieder ineinander rein. Wir warten jetzt nicht lang ab, was der andere macht. Ja, Siggi versucht sich auch immer wieder unter solche Maro zu positionieren. Um einfach die Position. Oh, der Backer. Oh, kann er sich danach recovern? Das ist jetzt gefährlich. Weg von der Kante, weg von der Kante. Ja, das ist ein bisschen tief, aber gut gemacht. Oh, da hat Siggi die Abwehr versucht, aber so lässt sich nicht treffen. Also Siggi sehr aggressiv, geht hier immer weiter offstage, immer hinterher. Sehr ausgeglichen jetzt wirklich. Aber er hat damit jetzt echt viele Prozente genommen. Er hat jetzt echt viel Schaden und der muss er jetzt aufpassen. Nicht, dass er zu weit hinterherkommt und dann selber den Schlag abkriegt. Aber jetzt sind sie wieder ein bisschen vorsichtiger, das merkt man. Ja, zu Recht. Oh, 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 oh. Also jetzt wird es nochmal sehr gefährlich. Man hat eben schon... Oh, da ist der Furz! Da ist wieder der Furz! Das meine war Güte. Im wahrsten Sinne des Wortes sick. Einfach nur sick. Den hier hat man in dem Match auch nicht oft gesehen und dann am Ende, zack. Ja. Jungs, kommt nach vorne, mir geht ziemlich die Pumpe, ich denke euch auch, gerade wenn sich zwei Kontrahenten so gut kennen wie ihr beiden. Sui, hat leider nicht gereicht, aber du hältst bei uns den Super Mario Maker Rekord. Vielleicht kannst du darauf noch eine neue Karriere aufbauen. Großen Applaus bitte für Sui! Sui, vielen lieben Dank für den Moment, mach's dir bequem, verfolgt das Finale.
Und dementsprechend, wir haben unseren ersten Finalisten. Macht mal Kraft für Siggi! Mein Lieber, ich frag dich jetzt nicht, woran es gelegen hat. Ich denke, du willst dich vorbereiten fürs Finale. Geh nach hinten. Herzlichen Dank und wir sehen dich gleich wieder. Siggi! Oh Mann, ey. Unglaubliches Match. Ettore, du bist immer noch zufrieden. Alles läuft nach Plan. Alles regelkonform, alles wunderbar. Sehr schön. Dann kriegen wir jetzt unsere nächsten Halbfinalisten auf die Bühne. Das sind natürlich Jo und Longo! Puh, krasses Match eben. Ja, ich habe am Ende noch gedacht, ob er das noch schafft, ob es noch in die dritte Runde geht. Ja, ich hätte es gern gesehen. Wäre sehr interessant gewesen. Also, ich kann, es geht ja echt Schlag auf Schlag. Vor allem das nächste Match ist ja schon wieder in der Pipeline hier. Und ich kann jetzt auch sagen, Suishimaru war eigentlich mein Favorit. Ja, ja, tatsächlich ist er jetzt schon rausgeflogen. Also gut, habe ich nicht so kommen sehen. Mein Geld ist weg, was ich gewettet habe. Ich bin jetzt gespannt, wer jetzt einfach auch gewinnen wird. Wie gesagt, der hält bei uns den Super Mario Maker Rekord. Wir hatten gestern eine Competition. Okay. Und Sui bislang ungeschlagen. Keiner kommt an die Punkte ran. Mal gucken, ob das bis zum Ende der Messe so bleibt. Aber für den Moment sind wir natürlich in einem ganz anderen Spiel. Super Smash Bros. Wird gespielt. Und die nächste Halbfinalbegegnung. Und dementsprechend jetzt der Ton. Es geht darum, wer im Finale landet. Los geht's! Fighters! Ready! Steady! Smash! So, also wir sehen wieder eine Omega-Stage. Und Ike gegen Rob. Das ist auch wieder einfach interessant. Also wir sehen halt so viele unterschiedliche Charaktere. Das sind eigentlich die meisten Matchups hier spannend. Also Longo hat hier mit Rob auf jeden Fall den Vorteil, dass er Projektile schießen kann. Auf jeden Fall. Gegen die Ike nicht so viel machen kann. Dafür ist Ike aber natürlich sehr viel stärker wirklich im Nahkampf. Genau. Rob aber auch wieder ein schwerer Charakter. Das gleicht sich dann ein klein bisschen aus. Ike hat allerdings dadurch, dass Rob schwerer ist, auch ein paar Kombo-Möglichkeiten. Also für beide Spieler ist ja alles drin auf jeden Fall. Ist bisher auch noch relativ ausgeglichen. Beide jetzt bei 66%, also 76%. Oh. Oh. Das wird schon gefährlich jetzt. Ja, jetzt ist die Frage, kommt der runter? Wenn er da jetzt nochmal nachsetzen kann. Ja, auch hier. Ah, falsch. Genau. Oh! Aber jetzt die Möglichkeit nochmal hinterher zu springen. Nee. Sehr schön geblockt gerade von Longo. Ja, man sieht's ja. Oh, die Dash-Attacke reicht auch noch nicht. Noch nicht ganz. Er kommt hinterher. Aber das. Oh! Oh! Das hätte auch ganz, ganz arg schief gehen können, gerade bei Ike. Auf jeden Fall. Weil Ike, nachdem er seinen Abbieg gemacht hat, danach immer runterknallt. Ganz Wenn man genau. sich dann verschätzt an der Kante, dann lockt man sich selber aus. Oder man haut auch den Gegner halt mit runter mit seinem Schwert, mit dem Ragnell. Ja gut, aber das kann auch mit nach hinten losgehen. Auf jeden Fall. Ja, sehr hohe Prozent hier für beide. Der reicht. Das war zu viel. Man sieht hier auch den Spot von Jo. Lässt sich das nicht nehmen, einmal hier den Taunt-Button zu benutzen. Ist die Frage, wie lange sich Jo jetzt noch mit diesen 100 halten kann. Ich wollte es gerade sagen. Da war's. Das hat aber Longo auch wieder gut gemacht. Der hat wieder so eine kleine Wand aufgebaut mit seinen Projektilen und hat dann die Lücke gefunden für den Down Smash. Hier jetzt wieder Jo mit einer Combo. Er hat zumindest einen Hit nach dem Wurf. Hier nochmal. Nicht getroffen. Ja, er baut jetzt hier wieder Schaden auf, aber wenn Jo wieder so lange überlebt, wenn Longo wieder so lange überlebt wie im Match davor, wird das trotzdem natürlich. Man muss ja noch eine Schippe drauflegen. Ja. Wir haben jetzt auch schon wieder die 3 Minuten überschritten.
Also auch dieses Match dauert anscheinend länger. Oh! Wow. Da hat er den Recover verkackt. Okay. Bitterer Stopp hier, Fernando. Das war jetzt bitter. Hätte nicht sein müssen. Hätte nicht sein müssen. Auf jeden Fall. Also, ja, das kommt aber auch bei den Besten vor. Ja, das stimmt. Habt ihr euch schon entschieden? Ist die Frage, ob er jetzt gleich vorsichtiger sein wird an der Kante? Oder nicht? Ich könnte mir bei Jo zum Beispiel auch vorstellen, dass er seinen Charakter nochmal wechseln könnte. Tut er in dem Fall noch nicht. Da werden erst mal die Musik jetzt eingestellt. Natürlich. Also, wir sehen wieder eine Omega-Stage. Die Stage von Mega Man, den Super Fighting Robot. 2, 1, los! Ob Ruffy einen kleinen Heimvorteil hat, weil er auch ein Roboter ist, wir werden es sehen. Ja, auf jeden Fall wieder. Jetzt gehen sie ein bisschen rein. Die Frage, ob er in den Edgeguard geht. Da hat er sehr schön den Mitte-Back-Air ausgebrochen aus dieser Situation. Beide jetzt aber, auch sehr aggressiv. Aber Longo wieder hinterher. Er geht einfach hinterher mit seinem Forward-Air, mit seiner Neutral-Air. Jetzt an den Throw-Combo vielleicht? Ja. Aber Longo ist gerade noch ein bisschen mehr auf Projektile schön gegangen und ist jetzt sehr aggressiv. Sieht man jetzt auch direkt, den Yu hat schon wieder fast 100%. Ah, da den Schild zu früh losgelassen. Ja. Schön nochmal gerade nachgesetzt. Was man bei Longo sehr schön sieht mit Rob, wie er recovered. Er macht nicht einfach den Up-B und fliegt dann einfach hoch, sondern er macht das immer so stotterhaft. Also ja. Gas und vom Gas. Gas, immer ein bisschen. Genau, ja, so. Ja. Oh, da hat er ihn erwischt. Sehr da, schön. Da hat er den Up-Air gelandet. Und das reicht bei dem Prozent aus jetzt. 111 für Longo. Ja, aber ich glaube, ja, das okay, war's. Das war ein schnelles Comeback hier von ihm. Beide nur noch ein Stock, beide noch bei 0%. Knapp 4,5 Minuten zu spielen, jetzt geht's um die Brust. Ah, da ist er vor die Füße gesprungen. Sehr ausgeglichen gerade wieder. Da hat Jura noch mal ein bisschen die Kombo gekriegt. Ein bisschen mit den Aerials, jetzt auch wieder die Möglichkeit mit der Forward Air. Das Ganze einfach wieder extrem ausgeglichen. Also, Longo spielt auch unglaublich schnell, finde ich. Er hat immer sein Projektil dann in der Hand und setzt dann immer hinterher. Aber Jo macht das halt sehr gut, dass er sich einfach nicht treffen lässt. Beziehungsweise wenig treffen lässt. Jetzt. Ja, ja, da hat er zu früh geairdodged. Das war die Asiaten-Power! Da kam der Airdodge zu früh von Jo. Ja. Spiel ums Finale, wie man sich nur wünschen kann. Auf jeden Fall. Ja. Also jetzt hier zwei Kills von Longo mit dem Up-Air, weil er da einfach Jo in der Luft erwischt hat. Da muss Jo ein bisschen aufpassen, dass er da ja, besser ausweicht einfach. Ja, Longo nimmt da auch nochmal einen tiefen Atemzug. Ihr habt es gesagt, mental ist super wichtig, sich darauf vorzubereiten. Und das geht natürlich an die Substanz. Bei der Hitze sowieso hier. Ja.
Ich glaube, vielleicht wählt Jo jetzt auch gerade seine Fire Emblem Stage für seinen Charakter passend aus. Ganz genau. Um den Heimvorteil zu nutzen. Auf jeden Fall. So, wir werden sehen, ob er das auch wirklich ausnutzen kann. Also 1:1 hier, extrem spannend. Die Spieler haben sich jetzt echt ein bisschen aneinander reingetastelt mehr und wissen jetzt ein bisschen besser, was sie in dem Matchup machen können. Was funktioniert und was einfach halt nicht so funktioniert. Hier wieder der Forward Air. Ja. Der Grab und dann nach oben, das hat bei Jo gerade die ganze Zeit schon sehr gut funktioniert. Ah, da ist aber auch bei Longo. Ja, auf jeden Fall. Da ist Jo aber diesmal ein bisschen besser rausgekommen. Hat er ein bisschen variiert mit seinem also ist schnell nach unten gegangen und dann wieder gesprungen. Ah. Hier wieder der Grab. Oh. Ja, jetzt Longo schon im über 100er Bereich. Weil Jo jetzt auch mit seinen 89% langsam dahin kommt. Ja, wirklich sehr ausgeglichen wieder. Jo geht manchmal ein bisschen zu aggressiv rein und lässt sich dann treffen halt von den ganzen Aerials von Longo. Ja. Reicht nicht ganz. Nicht ganz. Wäre knapp gewesen. Hätte er da nochmal nachgesetzt, wäre es das gewesen. Der reicht jetzt aus. An die Mattscheibe geklatscht. Jetzt halt Jo unter Druck. Er muss eigentlich schnell wieder zurückkommen, diesen Stock sich holen. Ja. Weil wir wissen es, jeden Prozent, den er jetzt sammelt, ist halt für ihn ein Nachteil im Endeffekt. Nicht unbedingt, nee. Solange er noch weiterhin gut blockt. Was er offensichtlich auch tut. Ja, Longo läuft jetzt so ein bisschen weg, versucht Distanz zu gewinnen, um ihn dann mit seinen Projektilen zu treffen. Weil er genau weiß, wenn Ike einmal zuhaut bei den 150%, dass er dann raus ist. Wieder. Die Prozente sprechen im Moment echt gegen Jo und Logo hat bisher echt gut gespielt. Es wird extrem schwierig, da nochmal ranzukommen. Er kommt halt auch da wieder von der Neutral Air, lässt er sich treffen, ist ein bisschen zu ungeduldig. Jo lässt sich das jetzt aber auch nicht gefallen. Oh, das war knapp. Longo kommt immer wieder gut. Oh, da hat er das. Den hat er erwischt. Ich wollte gerade sagen, Longo kommt immer wieder gut auf die Stakes zurück. Der kam aus dem Nichts. Dann war es schon vorbei. Longo, bleib du ruhig sitzen. Denn es geht natürlich gleich in die nächste Runde. Wir haben es gerade eben gesehen. Jo, mein Lieber, hat nicht sollen sein. Er hat es von Anfang an gesagt, er weiß hier zu überzeugen. Er hat die richtigen Skills im Petto. Dementsprechend dir natürlich einen herzlichen Dank. Großen Applaus bitte nochmal für Jo. Sehr schön. Mein Lieber, wir sehen dich gleich noch. Und dazu müssen wir jetzt natürlich im Finale, wo wir jetzt natürlich unseren Longo schon sitzen haben, unseren Kontrahenten dazu holen. Und das kann natürlich nur einer sein. Siggi! Siggi, setz dich dazu. Wow. Ist das ein Matchup im Finale, was ihr euch so gewünscht habt, was ihr so habt kommen sehen?
Also wie gesagt, ich dachte eigentlich, Sugishimaru würde da sitzen. Aber ich bin jetzt auch mal ehrlich, mein Favorit ist ja, in der ersten Runde raus. Das war nämlich Light. Und der Mann, der ihn geschlagen hat, sitzt aber jetzt hier. Von daher bin ich da auch ganz zufrieden mit. Und ja, Longo, Asiate, er hat es selbst gesagt. Da bin ich sehr zufrieden eigentlich mit dem. Also ich bin gespannt, wie sich jetzt mit dem Finale hier. Wario, Six Wario gegen Longos Rob wow. behaupten wird. So, ja. Diskutieren jetzt über die erste Stage, beziehungsweise machen auch nochmal einen kurzen Check hier, einen Button-Check. Wir werden auch nochmal erwähnen vielleicht, dass wir jetzt im Finale nicht Best of Three spielen, sondern Best of Five. Genau, Best of Five. Drei Matches gilt es zu gewinnen. Das heißt, es kann ein bisschen länger dauern, wenn es ein knappes Ding wird. Mach es schauen. Schere, Stein, Papier. So, während die beiden sich vorbereiten, beziehungsweise jetzt gerade noch ausgespielt wird, wir haben es gerade eben gesagt, Best of Five, das heißt, wir haben jetzt ordentlich Zeit, das zu zelebrieren. Da werden wir natürlich gleich auch reinspringen, aber ein Mann hat sich's nicht nehmen lassen, zum Finale auch dabei zu sein und natürlich gleich dann auch die Preise zu übergeben. Die Rede ist von keinem Geringeren als dem Mann, der Mario und seinen Freunden die Stimme verleiht. Macht Applaus für Charles Martinet! Charles, it's so good to have you. I think it will be on in just a second. Otherwise, I'm going to give you mine. Okie dokie. Hello, everybody. It's me, Mario. Woohoo! Mamma mia! It's a Smash Bros. Time. Woohoo! Charles, I'm trying your microphone now. Sounds good for me. Ja, so ist das dann. Mamma mia! Charles, you obviously followed the tournament so far backstage. I've been watching in the back the whole time. That's why my hair, I used to be blonde. Yeah. It's so incredible. These guys are so good. I know I could not compete. Yeah. And you told us you definitely want to take part in this tournament by giving them the prizes. But of course, we have to show the prizes first. Oh, yeah, let's show the prizes. So let's step over here. Mamma mia! So, this is going to be good. You can go behind it if you want and then show them the prices. Okay, ready? So, wir haben natürlich noch eine entsprechende Musik dafür und jetzt werden sie enthüllt. Ah! Und so Look sehen sie that. Aus. Should I show these guys too? No, just have it here for a second. you can cover it for now. Okay. We are going to take seat over there in the commentating lounge, and then we will follow the final. Sounds great. All right. I just want to say good luck to everybody. You guys are so amazing. You're amazing. You're both amazing. Also, Charles Martinet ist gehyped. Wie sieht's mit euch aus? Habt ihr Bock aufs Finale? Also there. Lasst mal was hören für eure beiden Favoriten. Wer ist für Longo? Komm, mach mal ein bisschen Gras, Longo. Wer glaubt, dass Sigi das Ding holt? Wow. Unglaublich. Und dementsprechend, sobald die beiden ready sind, kann es direkt losgehen. Wir springen rein ins erste Match des Finales. Fighters, ready. Steady! Smash! So, das ist jetzt das Finale. Hier geht es jetzt um diesen genialen Pokal, den wir gerade gesehen haben. Ja, Sick gegen Longo. Ich habe es gerade nochmal gesehen. Sick wieder die Augen geschlossen, sich konzentriert. Ja, so ein bisschen die Kampfmeditation nochmal vorher ausgepackt. Hier ist natürlich einfach Spannung jetzt. Es ist für beide Spieler, die sind zwar auf Turnieren schon, aber vor so einem großen Publikum haben die, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Und da geht es jetzt, sich zu konzentrieren. Ich denke auch, natürlich möchte man das jetzt unbedingt gewinnen, weil man nimmt die ja nicht teil, einfach nur um auf der Bühne zu sein, denn man möchte das Ding gewinnen. Und ich finde, wir sehen auch schon sehr schön, dass die beiden voll motiviert sind, denn sie schenken sich nichts. Ja, hier wird sehr schön gefressen von Wario und von Sick. Aber bisher ein bisschen im Rückstand. Ist natürlich jetzt noch nicht weltbewegend. Sehr schön mit dem Bike. Hätte er fast noch mal
eine Kombo rausgemacht. Ja, aber nur fast. Oh. Oh, oh. Lass er weg. Oh. Ah, aber sehr schön geblockt und dann vorher noch das Motorrad geworfen. Hier ist eine Vorwärts, der nach der anderen. Oh, jetzt sehr schön von Longo. Oh, oh, oh. Er, das war das knapp, das war nein, 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 er recovered noch. Oh, den Kreisel direkt gefressen. Aber Longo kommt gut auf die Stage zurück. Und ja, wieder der Abwehr, aber wieder zu tief unten. Was denn? Noch kann das. Oh, sehr schön nachgesetzt mit dem Beam, aber leider nicht getroffen. Nur wenn das jetzt nochmal passiert, glaube ich nicht, dass Ziggy das überleben wird. Ich denke auch, wenn Longo noch mal seine Chance hat, eben gerade war es das für Sig mit dem ersten Stock. Ja, auch hier mit dem Laser nochmal in der Luft getroffen. Da wieder. Oh! Hat ihn nach oben gefurt. Jetzt natürlich Sig ein bisschen Trumpf ausgespielt. Der Abtor. Oh! Nicht! Oh mein Gott, ganz schön knapp. Da hätte, ich hab gedacht, da hätte das noch ein bisschen mehr Rage gefehlt für Rob. Also Ziggy hat jetzt seinen Trumpf schon seinen Trumpf ein bisschen ausgespielt. Es dauert jetzt wieder ein paar Minuten, bis er den wieder hat. Oh! Da ist der Stage Spike. Da sehr hat er genau schön gewusst, gepunished. Da hat er genau gewusst, wo er kommt. Erster Stock für Sig verloren. Das war verdammt gut auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Oh, Longo setzt nach, der lässt ihm keine Luft. Er geht einfach hinterher mit seinem Projektil, mit seinen Forward Airs. Ziggy hat sich jetzt ein bisschen Luft wieder geschaffen, aber wieder die Situation, er muss den Stock jetzt holen. Sehr schön, der Gold hat projektiert. Ah. Er versucht nah an ihm ranzukommen, aber er schafft es nicht ganz. Ja, sehr vorsichtig, wie er nur langsam auf ihn zugeht. Oh. Schön aus dem ja, das wird jetzt gefährlich. Ja, da war, oh, da war der Fort schon wieder zurück, aber nicht groß genug. Das gibt's doch nicht. Wie lange sich Longo einfach noch hält, das ist krass. Ja, auch wieder schön recovered. Also er geht immer sehr weit hoch, macht eine Neutral Air, um ein bisschen Sicherheit zu haben und lässt sich dann runterfallen. Sehr schwer da durchzukommen für Sig. Beide jetzt auch schon weit im über 100er Bereich, wobei Sig nur noch einen Stock hat natürlich. Ja, er kriegt Longo einfach nicht gut raus. Jetzt hat er die Chance, der Backthrow. Reicht nicht. Oh, oh, oh. Kann er sich da nochmal recovern? Kriegt er das hin? Ah. No! Jetzt hat er den Up-Air getroffen. Jetzt ist der letzte Stock für Longo. Aber die Prozente musst du erstmal aufholen. Das wird schwierig. Die Prozente, das schafft er, glaube ich nicht. Nein. Unglaublich. Ich habe gerade eben das Publikum gefragt, wer für wen ist. Und der Underdog sozusagen, Longo in dem Fall, weiß hier zu delivern. Charles, I asked the audience in advance who's cheering for whom. And it seems like the Underdog is doing pretty great right now. Incredible. Ich meine, ist natürlich nur die erste Runde jetzt gewesen. Best of five, da ist noch alles drin. Natürlich, auf jeden Fall. Also da hat man natürlich nochmal eine bessere Möglichkeit zurückzukämpfen sich als in einem Best of three. Ganz klar, man hat mehr Matches, Zeit. Auf den Gegner zu begreifen ein bisschen, ne? Wie wir schon gesagt haben. Aber ja, Longo sehr gut gemacht. Zwar der Underdog, aber einfach ein guter Spieler. Einfach. Charles, are you as fascinated as me? I absolutely amazing. All I can say is, have a rotten day. Und da sind wir direkt wieder in der nächsten Runde jetzt drin. Wir sehen endlich mal eine etwas andere Stage, und zwar Castle Stage, die belagerte Burg. Das ist ja schön, weil wir da nämlich zwei Plattformen haben, die oben sind, die sich aber auch nicht bewegen. Genau, und gerade in der ersten Transformation ist die Stage relativ klein, also ist alles nah beieinander. Und Longo hat nicht ganz so viel Platz mit seinen Projektilen rumzuspielen. Das könnte ein guter Vorteil für Sig sein. Wahrscheinlich hat er sie deswegen auch genommen. Wahrscheinlich. Wir werden es halt sehen, bisher macht er sich auch gut. Jetzt die erste Verwandlung. Ja. Jetzt haben wir die Statuen unten, die auch zumindest den Kreisel aufhalten können.
Ja. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall wieder sehr viel mehr Platz. Genau, das auf jeden Fall. Der Laser geht durch, das haben wir gerade gesehen. Der Kreisel wird aufgehalten. Aber wir haben auch an den Seiten kein, also man kann nicht nach unten fallen. Ja. Man kann nach der Seite rauslaufen, theoretisch. Und da kann man auch manchmal den Gegner, wenn man den nah am Rand greift, rauswerfen. Könnte ein Freund sein, aber gut, Longo hat die meisten Smashes und die meisten Stockverluste, die er sich beschert hat, waren sowieso immer nach oben, meine ich. Das auch stimmt. In den anderen Kämpfen. Auf jeden also, Fall. Ich weiß nicht, ob das Longos Kampfspiel jetzt wirklich so beeinflusst. So, eine Statue ist jetzt schon zerbrochen. Das heißt, wieder viel mehr Platz. Oh. Jetzt die Verwandlung. Verwandlung ist immer eine gefährliche Situation einfach, ja. Weil man muss sich auf die bisherige Stage, aber auch auf die, die gleich kommt, einstellen. Ja. Mal hier sich ja auch der Boden der Stage immer mitbewegt, je nachdem, wo die Kämpfer hingehen. Genau. Hast du gerade den Laser gesehen, wie er so zickzack gesprungen ist? Ja. Auch eine Eigenschaft dieser Stage halt. Erstmal ist sie halt nicht fest, zum anderen ist der Boden auch nicht ewig. Der Fox. Au! Ist das Comeback für Sick? Die Zuschauer bei Twitch konnten es wahrscheinlich gerade eben nicht sehen, hier im Publikum schon, wenn man mal ein bisschen auf Charles guckt. Der saß hier gerade eben nur sprachlos, ohne ins Mikrofon zu sprechen und sagte amazing. Und ich glaube, das hält es ganz gut fest, was hier gerade passiert. Auf jeden Fall. Extrem ausgeglichen. Beide jetzt nur noch einen Stock, ja. Beide nur sehr wenig Prozente und wir haben noch 3,5 Minuten zu spielen. Extrem schnell ist Longo hier wieder zurückgekommen, hat sich da auch nicht lumpen lassen, den Stock sofort geholt und alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt, okay, diesmal wartet er, kriegt aber die Abwehr überhaupt nicht gelandet. Ah, der ist auch wieder. Oh! Oh! Wow, 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 wow. Ja, das ist schon Wahnsinn, da hat er noch den Absmash mit rausgehauen. Ah, schon wieder. Der hat leider nicht gereicht. Schon wieder der Furz. Jetzt wird es knapp, ob er ihn nochmal nutzen kann. Wir versuchen jetzt beide den Gegner nach oben raus. Das ist wieder die Möglichkeit. Und das wird getroffen. Oh, oh. Das war's. Zwei Siege in Folge für 2-0. Das heißt, wir können jetzt sogar 3-0 sehen. Third round is coming up, Charles. All right. Are you excited? I get you next time. So, Siggi jetzt natürlich am Überlegen. Er hat gerade seine Stage ausgewählt, ja. Hat es aber nicht gebracht. Also seine Stage-Wahl hat ihm jetzt nicht den Sieg geholt. Jetzt muss er natürlich überlegen für den nächsten Kampf. Nimmt er die nochmal? Versucht er es nochmal? Oder doch lieber was anderes? Ah, er nimmt Stadt was anderes. Und Großstadt wird's. Stadt und Großstadt. Seine Strategie vielleicht nicht ganz aufgegangen. Jetzt. Da ist auch wieder gefährlich oder eine andere Gemeinheit da. Hier einfach die Stages sich wieder bewegen oben, die Plattform. Vor allem, da, du hast es ja schon gesagt, Longo killt sehr oft nach oben. Wenn man von der oberen Plattform das natürlich macht, geht das natürlich früher. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich an Six Stelle hätte auch lieber wieder eine Stage genommen, wo ich nicht unbedingt nach unten runterfallen kann. Au. Oh. Also Sick macht den Anfang eigentlich immer recht gut, habe ich das Gefühl. Also ich würde mir jetzt ehrlich gesagt wünschen, dass Sick die Runde gewinnt, damit wir noch einen weiteren Kampf erleben dürfen. Ja, also 5 Games werden auf jeden Fall spannend. Ah, oh! Wahnsinn. Sehr gut. Das war böse. Sehr gut die Hitbox ausgenutzt, die er auch weiter vorne trifft. Man hat das vielleicht gar nicht so gedacht, dass er damit ihn erwischt, aber das ist einfach die Charakter-Knowledge. Also er weiß genau, wo die Hitbox trifft. Man hört hier so eine kleine Ecke. Fans aus dem Publikum. Ruhig lauter, Leute. Aber im Prinzip ist wirklich, Longo macht eigentlich immer dasselbe und Sick fällt immer wieder darauf rein.
Ich glaube, er ist einfach sehr nervös. Ah, jetzt. Wahnsinn. Kommt er durch den Schild noch durch mit der Backair? Und jetzt auch wieder die Dash-Attacke. Ich dachte vielleicht, dass er grabbt. Das ist wieder sehr gefährlich für Sig. Nur noch ein Stock. Longo bei 110, 114. Aber noch. Ah, der ist mich. Sehr gut. So, jetzt wird's spannend. Jetzt geht's um die Wurst. Wenn Sig ihn jetzt noch umhaut, dann kriegen wir noch weitere Matches. Wenn Longo ihn jetzt ausknockt mit den 96%, dann haben wir bereits einen Turniersieger. Das ist es! Was? Da ist es! Da ist es! Oh mein Longo, Gott! Longo hat oh das Turnier gewonnen! Oh mein Gott, ging das schnell! Sehr überzeugend mit 3 zu 0. 3 zu 0. Das war eine richtige Klatsche, die er sich da abgeholt Wahnsinn. Hat. Unfassbar, der jüngste Teilnehmer hier im Turnierfeld. Ja. Wow. Unglaublich. Das war die youngest guy of the tourney, Longo. Jungs, kommt beide mit nach vorne. I'll get you next time. Unglaublich. Charles, we are going to give out the prizes now, of course. Okay. Und wir holen natürlich alle bisher Ausgeschiedenen auch noch dazu. Silebu, Belkenzack, kommt auch noch mit nach vorne. Ettore, du natürlich auch. Yeah, please grab the prizes, so we can hand them out. Unfassbar. Aber du grinst immer noch. Sehr schön. Ich glaube, alle sind hier insgesamt zufrieden damit, oder? Auf jeden Fall. War ein sehr geiles Turnier. Sehr geiles Turnier. Wie sieht es bei euch aus? Wie hat es euch gefallen? Sehr geiles Turnier, vor allen Dingen, weil ihr hier seid. Sehr, sehr coole Atmosphäre. Und dementsprechend jetzt die Siegerehrung. Wir kommen zu unserem zweiten Platz. Einer der offensichtlichen Favoriten hier. Macht richtig Applaus für Siggi! Und Charles gibt natürlich auch den Preis offiziell von Charles Martinet übergeben. Die Urkunde für den zweiten Platz. Wie hat's dir gefallen? Das war verdammt geil. Ihr seid echt ein tolles Publikum. Danke. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt kommen wir natürlich zu unserem Sieger des heutigen Super Smash Bros. Finales. Der jüngste Teilnehmer im Feld hat die Asiaten-Skills ausgepackt und das Ding hier gerockt wie kein anderer. Mach Kraft für Longo! Who is the man? Who is the man? Und dementsprechend Mami. Den Preis von Charles Martinet, den you. Ersten Platz für Longo. You number one. So sieht er aus, der glückliche Gewinner des heutigen Super Smash Bros. Finales. Aber so wie ich das sehe, sind auch die anderen Teilnehmer und Beteiligten beim heutigen Finale sehr zufrieden. Jungs, euch geht's gut, euch hat Spaß gemacht? Sehr schön, Daumen hoch, euch hat's auch Spaß gemacht? Hervorragend. Was ich noch vergessen habe, euch zu sagen, natürlich händigen wir euch gerne Urkunden aus, aber ihr kriegt zum Launch automatisch noch dazu kostenlos Super Mario Maker in der Super Mario Amiibo Version Special Edition. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe auch euch. Tschüss! Hey! Hast du gut gemacht. Good job.